Guten Morgen, heute ist Sonntag. Hier sind Max und Billy. Sonntag, der 5.7.2020. Ein Blick nach draußen sagt uns, es ist grau, trüb, traurig. Wir alle sind müde. Morgen ist wieder Montag. Was soll das? Lasst uns einfach nur traurig sein, auf der Couch liegen und meine Sunday is Funday Playlist hören, weil das heitert uns nicht auf, sondern macht uns eigentlich noch trauriger. Aber so ist der Sonntag halt. Ein Sonntag ist einfach nur dafür da, um auf dem Sofa zu liegen, nichts zu tun und sich selbst in Selbstmitleid zu suhlen, wie eine Sau, die man durchs Wasser treibt, weil man mehr Meeresfrüchte essen möchte. Das ist der Monolog zum Kickoff. Max, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich habe jetzt das Intro gemacht. Du darfst den Rest der Folge übernehmen. Vielen Dank. Oh. Auf Wiedersehen. Was geht ab? Hast du gerade die Sau durchs Meer treiben als Meeresfrucht bezeichnet? Ja. Finde ich ganz schön. Finde ich ein schönes so legendäres Analogie. Meme. Sagt man so Analogie? Meme. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ist das Metapher? Ich weiß auch nicht. Ja. Wo du gerade sagst, meine Sunday is Funday Playlist. Oh Gott, die Worte kommen nicht aus mir raus. Freunde, ich trinke immer noch keinen Alkohol, das ist kein Kater, ich bin einfach nur müde. Ich bin aber müde jetzt vor 25 Minuten aufgestanden. Warte, die Überleitung ist eine andere. Die Überleitung ist meine Sunday is Funday Playlist, die nicht passt, weil sie uns so trauriger macht bei dem grauen Wetter. Wir waren im Phantasialand und es hat geregnet und es lief die ganze Zeit Like Ice in the Sunshine. Und wir standen aus so der Langnese-Werbung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall standen wir so im Regen mit unserem Eis und waren so, ist das diese Ironie, von der Gott immer geredet hat? Ich weiß es nicht. Deswegen passt das ganz gut. Vielleicht. Wie kommt es, dass ihr im Phantasialand wart und wann und warum? Corona ist vorbei. Nee, Quatsch. True. Wir haben ja hier mit den Bio Buddies, mit DJ Mad, haben wir wieder mal ein Treffen, wollten wir uns wieder treffen und haben überlegt, was machen wir, und wir hatten wieder Bock auf einen Body Action Day, also das heißt, dass wir irgendwas machen, und dann war das Auswahl quasi Badminton, Phantasialand oder das dritte habe ich vergessen. Oh, ich muss das Pen and Paper schreiben. Das nächste Treffen ist ein Pen and Paper Treffen. Oh Gott, ich muss wieder in die geistige Arbeit gehen. Ist mir gerade eingefallen, deswegen sorry. Genau, und dann haben wir gedacht, ach komm, Phantasialand. Ich habe halt von hier Jenny Braden, ne, Kollegin, und schon von anderen Leuten jetzt gehört, dass sie da waren vom Leichtathletik. Dass das halt voll geil ist, weil es mega leer ist, weil die halt nur eine bestimmte Anzahl Leute reinlassen dürfen und so weiter und so fort. Und da dachte ich, okay, wenn so bestimmte Leute da hingegangen sind und gesagt haben, das ist okay, dann kann ich das mit mir vereinbaren, weil die ungefähr Corona-mäßig ähnlich denken wie ich, so, dass es eben noch nicht vorbei ist. So YOLO, scheiß drauf. Ja, nee, eben das nicht. Und dann, wir waren so da und es war tatsächlich okay, würde ich sagen, so Corona-like. So Abstände, ja, war okay, aber du hast halt eigentlich durchgängig die Maske auf, so, was zumindest ja, es gibt Studien, bla bla, labert mich nicht voll, was zumindest ein bisschen hilft, gerade wenn die Abstände geringer sind, und so Desinfektionsmittel überall und bla bla bla, also keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht risikoreicher, als zum Beispiel in die Schule zu gehen. So, und das war für mich dadurch okay, wo ich vorher aber trotzdem so dachte, bah, bin ich jetzt der jetzt in so Zeiten ins Phantasialand gehen muss? Naja, aber ich habe mich einfach so ein bisschen auf die Erfahrungsberichte verlassen und habe gedacht, okay, komm, give it a try, und es war tatsächlich in Ordnung, so mit meinem Corona-Gewissen. Wie waren denn die Anstehzeiten? Ich glaube, das ist das Spannendste aus der Geschichte. Wir standen nirgendwo länger als 10 Minuten an. Geil, das heißt, man kann dauerhaft Loopings machen. Ja, das heißt, wir konnten wirklich alles fahren und alle auch coole Sachen, so 3-4 Mal. Wir waren natürlich 6-7 Mal auf Chiapas, der besten Wasserbahn der Welt, mit der besten Musik und dem besten Wasserpegel der Welt. Ist das das, was die einem die ganzen 10 Minuten lang eintrichtern, wenn man da an der Schlange steht? Oder ist das deine nee, das ist tatsächlich Wortwahl? Das ist mein Spaß. Das ist meine Lieblingsbahn, weil man da immer witzig nass wird und man immer so einen kleinen Gamble hat, wer wird wie nass, und das ist immer witzig. Genau. Das sind die Dinge, die ich am meisten hasse im Phantasialand, wenn du halt danach eigentlich der Tag gelaufen bist, weil du komplett nass bist, du denkst, yo, ich habe keinen Bock auf diesen Menschenföhn. Aber da waren wir auch nicht drin. Aber es hat durchgängig so ein bisschen geregnet. Und die Temperaturen waren aber gut, das heißt, die waren nicht kalt. Das heißt, du hast einfach akzeptiert. Also ich habe vorher eh schon eine Badehose angezogen, keine Socken in die Schuhe und so weiter. Für mich war klar, das wird ein feuchtfröhlicher Tag und dadurch war das vollkommen in Ordnung. Dann Wechselklamotten im Auto später gehabt und so. Das, dadurch, dass es quasi vorbereitet war, war es in Ordnung. Ansonsten hätte ich es auch nervig gefunden, aber so war es voll in Ordnung. Ja, und ja, war witzig so, auch die ganzen alten Erinnerungen, so, weißt du, Wüstetown, wo wir damals mit der Schule immer unsere Sachen dann untergebracht haben und dann da losgegangen sind und so weiter und so fort. Und ja, das war witzig, Geil. Ja, bei mir steht auch dem nächsten Phantasialand-Besuch an. Von der Arbeit aus vermutlich, so ein Arbeitsausflug. Ja. Cool. Aber irgendwie freue ich mich nicht so wirklich drauf. Ich weiß nicht, irgendwie empfinde ich dabei keine Vorfreude. Aber es ist doch Sonntag, ich empfinde momentan gar keine Freude für nichts. Du könntest mir sagen, gleich kommt so ein Überraschungsbesuch, besteht aus Iron Man und der gibt dir den Anzug und du darfst damit durch ganz Köln fliegen. Ich würde sagen, können wir das nicht morgen machen? Liebe Zuhörer, das war die jugendfreie Version. Eigentlich war in seinem Kopf Jessica Alba. Aber gut, vergessen wir das. Alter, Jessica Alba, nee, nicht mehr. Gut, die Zeiten sind vielleicht vorbei, aber die ist voll die krasse Gründerin, die hat so voll das krasse Startup, die Frau. Dieser Name ist mir irgendwie als erstes eingefallen, aber ich habe auch gemerkt, so, ich glaube, seit 10 Jahren habe ich nichts mehr von der gehört. Das letzte Mal habe ich was von ihr mitbekommen, weil es gab von Apple hat so eine Show gemacht, wo sie quasi die Höhle der Löwen gemacht haben. Also so eine Art, da kommen irgendwie Leute und stellen ihre Produkte vor, aber nur auf App-Basis. Und dann hatten die so eine Jury. Bestehend aus so Promis, die aber auch irgendwie Joko Winterscheid, Jessica Alba. Ungefähr so. Also Jessica Alba war tatsächlich dabei, noch so ein paar andere. Und dann mussten die halt ihre Apps pitchen und dann haben die halt die so gecoacht und bla bla bla. Und da habe ich das letzte Mal irgendwie wahrgenommen. Okay, verstehe. Da kann man sich die Frage stellen, warum guckt der Typ sich sowas an? Es gab noch Zeit in meinem Leben, da hatte ich viel Zeit. Mittlerweile habe ich gar keine Zeit mehr für nichts. Ich würde dir gerne was von meinen Ferien abgeben. Alter, ich würde die so gern kaufen, diese Ferien. Nee, die letzte Woche, ich muss aber einmal kurz heulen. Die letzte Woche war brutal. Alles, was ich mir aufgebaut habe, Sport, Routinen, alles kaputt. Eine Woche hat gereicht, alles wieder komplett bei Null. Ey, es ist so nervig. Oh. Aber das ist so krass, jetzt kommt einfach die Feststellung, oh, der Tag hat 24 Stunden. Und du kannst einfach nicht mehr haben als 24 Stunden und entweder lässt du halt Dinge stehen und fühlst dich danach super schlecht, jetzt im Arbeitskontext, oder du verzichtest halt auf deine persönlichen Routinen wie Sport, früh aufstehen, früh ins Bett gehen und so. Genau. Das ist und ich glaube, das ist immer der Punkt, wo die Leute anfangen, Schlaf zu cutten, was aber ja scheiße ist, ne? Weil klar, die Konsequenz könnte halt sein. Zu einem gewissen Grad, aber halt irgendwann war es auch Schluss, also dann ist halt kontraproduktiv, ne? Ja, eben, aber es gibt ja, hatten wir auch mal drüber gesprochen, diese Konzepte von wegen, steh um 3 Uhr nachts auf und bla und du brauchst nicht so viel Schlaf, hier SWAT, irgendwie, keine Ahnung, Marine-Typ irgendwas, erklärt irgendwas. Aber ich glaube, das ist eher nicht das, was dir gut tut, so, ne? Deswegen ist ja schon mal okay, wenn du zumindest die Schlafarbeitsroutine einigermaßen im Griff hast. Das ist ja schon mal okay, so würde ich sagen. Ja, aber es nervt mich halt insofern, als dass ich halt die Wochen davor alles schön so aufgebaut habe, mir kam langsam in den Rhythmus rein, habe mich gut gefühlt dabei und dann auf einmal kommt eine Woche und die kickt dich komplett aus dem Leben, denkst dir so, ja toll, fang mal wieder bei Null an, kein Problem, alles cool. Ja, und deswegen bin ich zum Beispiel heute richtig müde und gestern war ich auch super müde immer noch, also man merkt halt, da reicht halt auch so ein Wochenende nicht, um halt die Energie wieder aufzuladen, für mich jedenfalls nicht. Falls es dich aufheitert, du machst aber den um einiges vitaleren und fitteren Eindruck als ich. Und ich schmock hab Ferien und du musst hart arbeiten. Also fühl dich ein bisschen besser. Kennst du das, wenn Leute dir sagen, sei nicht traurig und du bist einfach nicht mehr traurig? So instant so? Ich dachte, so läuft das. Genauso fühle ich mich jetzt auch. Ich fühle mich 0% schlecht jetzt. Ich fühle mich super gut. Dadurch, dass du gesagt hast, fühle ich dich schlecht. Zieh dich immer am Leid der anderen hoch. Das ist die wichtigste Devise heute. Können wir über Menschen sprechen, die es richtig schlecht haben in ihrem Leben, damit ich mich daran so laben kann? Sagt man das so? Zum Beispiel die Amerikaner, die bald vielleicht Kanye West als Präsident haben. Das war geil. Kanye West hat einen Deal gemacht mit Gap. Hast du das gelesen? Nee, das hab ich nicht gelesen. Kennst du die Bekleidungsfirma Gap? Ja, ja. Die sind halt so, keiner interessiert sich für Gap. So wie Fruit of the Loom, oder? Ja, ja, genau. So, so jeder so hat heute mal vielleicht sowas gehabt, so ein, aber stell dich eine altmodische Version von Zara vor oder von H&M, die so Klamotten machen, die eure Väter tragen würden. So. Einfach so typische Mittelklasse, Mittelstand, Standard-Klamotten, oder? Ja. Und Kanye West hat ja so einen richtig geilen Stil. Und der war aber immer sehr teuer. Die ganzen Yeezy-Kollektionen waren immer Hardcore. Und jetzt will der halt das Ganze für die Masse machen und hat jetzt einen 10-Jahres-Vertrag mit Gap gezeichnet. 10-Jahres-Vertrag, 10 Jahre. 10? Ja. Und das Geile ist, man muss sich das von der Unternehmensperspektive angucken, das fand ich am allerspannendsten. Gap macht irgendwie, ich glaube, 5 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr. Was nicht so viel ist für Klamottenmarke, oder? Ja, keine Ahnung. Das ist okay. Also, ist aber nur mal so als Wert. Und die erhoffen sich nach 5 Jahren, dass die ganze Yeezy-Kollektion, die Kanye West-Kollektion, 1 Milliarde Umsatz macht. Das heißt, die wollen, also wenn das mit Kanye nichts wird, ist deren ganze Planung für die nächsten 5 Jahre komplett hinüber. Weil das deren Zugpferd sein wird jetzt nächsten Jahr. Meinst du, die haben in den Vertrag geschrieben, er muss Präsident werden? Sonst klappt das nicht? Wahrscheinlich dachte er sich so, okay, warte, ich mache erst den Gap-Deal, dann sage ich werde Präsident, dann habe ich übelst viel Publicity und das vermischt sich und dann wird meine Kollektion der Shit. Und dann mache ich wie Trump und Co. und verticke irgendwie meine persönlichen Sachen übers Präsidentenamt. Voll geil. Alter, geil. Du kommst ins Weiße Haus rein, erstmal so reihenweise so quasi Klamottenständer mit die ganzen Kollektionen. Die ganzen Schulklassen kommen. So. Heute machen wir einen Besuch im Weißen Haus. So, da kommst rein, erstmal so mit Kassensystem. Ja. Und so die National Security-Leute und so haben alle so Gap-Pullis einfach an. Man weiß nicht, warum. So, kennst du diese weiten Klamotten von Kati, diese weiten Jogginghosen und so? Ja, ja. Und, ja. Das wäre so geil, das wäre so richtig, so das Weiße Haus einfach nur noch mit so, weiß ich nicht, alles wird so aussehen, als wäre so die ganze, wie soll ich sagen, die Bagage, die ganze Crew von Kanye West einfach so da, die so chillen, so die Bodyguards, die so am Tisch stehen, die müssten sich auch so verhalten. Nice. Ey, das wäre irgendwie amüsant. Das wär witzig. So, nicht, dass ich mir das irgendwie als politisch sinnvoll vorstelle gerade, aber es wäre auf jeden Fall unterhaltsam. Hey, ich weiß nicht, ob es schlimmer als jetzt werden kann, deswegen. Jetzt ist es halt unterhaltsam und brutal traurig und erschreckend. Ich weiß nicht, wie Kanye West seine 3 Attribute wählen würde. Vielleicht wäre es nur unterhaltsam. Witzig. Weiß ich nicht. Und lustig. Keine Ahnung. Also, ich glaube, er wird so Dinge tun wie Religionsfreiheit kippen. Weil er sagt, ey, es gibt eine Religion, das ist die Kanye-Religion. Kommt zu meinem Sunday-Service. Punkt. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Crazy. Ja, ich bin gespannt. Ja. Aber geil fand ich bei dem Tweet die 2 Kommentare. Einmal von Elon Musk und nochmal von irgendwem anders. So, auch so ein berühmter Mensch, so von wegen, du hast meinen vollen Support, let's go. Ja. Okay. Es ist halt einfach alles einfach eine Karikatur. Es ist einfach verrückt irgendwie. Ach, ja, das ist witzig. Ja, aber krass ist auch hier die Corona-Zahlen in Amerika, ne? Wie die einfach jeden Tag neue Rekorde brechen. Das ist halt auch crazy. Und gestern oder heute, also bei denen, glaube ich, quasi noch heute so ein bisschen, ist ja gerade der 4. Juli. Ja, stimmt, ja. Und es war schon so, ja, ist uns alles egal. Wir wollen uns versammeln und unsere Unabhängigkeit, Freiheit oder was auch immer die am 4. Juli feiern. Ist es Independence Day? Ja. Ja, das weiß ich von dem Film damals mit Will Smith. Genau, guter Film. Der lief dann immer im Fernsehen. Das war schöne Zeit. Oh, RTL 2, Ja, genau. Genau, deswegen, ich bin mal gespannt, wie in 2 Wochen dann die Zahlen für heute aussehen, weil das ist ja immer das Interessante, dass du ja eigentlich quasi wie so Sterne. Man sieht ja das, was quasi verglüht ist. Und so siehst du in 2 Wochen, was diese Woche passiert ist. Der Vergleich, Killer, alter Killer. Das mit den Sternen. Danke. Killer. Du guckst in die Vergangenheit. Danke. Du hast mich mit Iron Man da drauf gebracht am Anfang. Das hat den Weg geebnet für diese Episode. Iron Man. Ich habe gestern einen Film geguckt, das ist jetzt gerade thematisch hin und her, aber scheißegal. Einfach nur mal so, wie unsere Köpfe gerade funktionieren. Lass uns mal, oder? Nicht so richtig funktionieren sie. Mit Captain America habe ich einen Film geguckt. Also mit Chris Evans. Ja. Der Film war richtig cool. Ich habe ein bisschen geweint vielleicht, war sehr, sehr rührend. Kurzer Plot, Teaser. Willst du den Namen mal kurz sagen? Dann kann ich vielleicht sogar wissen, ob ich ihn kenne. Der Film heißt Gifted. So wie vergiftet, aber im positiven Sinne. Also quasi verschenktes Gift. Also gesagt, was ist die Übersetzung? Ja, ist ja quasi so beschenkt, Aber da gibt es doch ein geiles deutsches Wort für. Ja, aber es ist nicht gesegnet, oder? Ja, erzähl also du, mach du den, ich recherchiere, okay. Okay. Ne? Storyline. Typ, alleinerziehender Vater. Begabt. Hat eine Tochter, die ist so in der Grundschulzeit, erste Klasse, und die ist halt brutal smart. Die ist halt so richtig hardcore, smart. Die sieht so cool aus. Sinngemäß so smart, dass sie eins von den Millennial Problems in der Mathematik lösen würde. Was ich im Film gelernt habe, davon gibt es ein paar, das sind so ungelöste Probleme in der Mathematik. Und du kriegst halt, wenn du die löst, kriegst du auch zum Beispiel 20 Preise, so hier, pauschal hier, Nobelpreis, ja. Was auch immer du brauchst. So, und auf dem Level ist die halt unterwegs. Und das wirklich also Wandern im Film ist ein bisschen unrealistisch, oder ist sie einfach harte Autistin so? Oder ist es einfach, okay, man muss einfach akzeptieren, dass die einfach ein bisschen unrealistisch smart ist? Nö, ich glaube, das ist so ein Mensch von 1 Milliarde ist so wahrscheinlich auf dem Level unterwegs. Vermutlich, vielleicht, I don't know. Aber das Coole an dem Film ist, dass es halt die Geschichte zeigt von dem Typen, der quasi seine Tochter über alles liebt und die quasi in ein normales Leben bringen möchte. Wohingegen dann hast du auf der anderen Seite die fiese Oma. Und ich kann jetzt gar nicht so viel erzählen, weil das wäre zu viel Spoiler, aber die hast du auf der anderen Seite die fiese Oma, die quasi dieses Kind in die elitären Schulen Amerikas bringen will und sie zur perfekten Mathematikerin ausbilden möchte. Und dieser Struggle zwischen den beiden ist ein sehr cooler Film, weil du einfach diese ganze Geschichte dahinter irgendwie verstehst und dann auch so sich immer wieder im Film Dinge aufzeigen, die du halt nicht antizipieren konntest. Und dann denkst du, wow, krass, okay, deswegen, okay, wow. Also es ist ziemlich tiefgründiger Shit zeitweise. Und der Typ ist auch Philosoph. Und sie ist so Mathematikerin. Und dann hast du dieses Battle zwischen, ne, was für die Menschheit tut und was für sich tut. Und das fand ich ganz, ganz cool. Ja, witzig. Ja. Ist es, würde man sagen, es ist Genre-Drama? Ja, schon ein bisschen. Okay. Ja, ich weiß, das klingt immer so super dramatisch, aber das muss ja gar nicht sein. Aber ich finde, das ist so eine Kategorie, wo man immer denkt, okay, es sind einfach so weiß ich nicht, so Einblicke in ein Familienleben, sag ich mal. Das muss ja gar nicht dramatisch sein, aber wie nennt man es sonst? Wenn es nicht witzig ist, ist es keine Comedy. Wenn kein Auto über den Kopf fällt, ist es kein Actionfilm. Und dann ist es halt meistens ein Drama irgendwie, ne? Ja, ich würde auch sagen, das hat so den Charakter eines aristotelischen Dramas so vom Verlauf. Katharsis. Ja, cool. Also den Film kann man sich mal geben, wenn man Langeweile hat. Netflix und wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Cool. Wobei ich auch meine ganzen Netflix- und Amazon-Abos jetzt gekündigt habe. Ich habe keine Zeit dafür. Ja. Muss nur Konsequenz handeln. Ja. Aber apropos reinen Tisch machen. Ich habe mir am Anfang der Ferien habe ich schon gesagt, dass ich eigentlich Ferien habe. Ferien. Kurz Pro- und Kontra-Ferien. Also, eigentlich gibt es nur einen Kontrapunkt gerade bei mir. Das Problem ist so dieses, dass du die 4 Wochen vor den Ferien allen Leuten immer sagst, ja, das machen wir in den Ferien. Man schiebt sich alle Termine in die Ferien und dann ist die erste Ferienwoche richtig killer. Und man denkt so, und dann sitzt man so da wie ich heute und denkt sich, das war eine anstrengendere Woche als die 4 Wochen davor. Aber natürlich mit Freizeitstress, deswegen ist es natürlich nicht vergleichbar und ich darf nicht jammern, also das ist halt überhaupt gar nicht negativ gemeint, nur man merkt, man ist auch davon erschöpft, so, das ist einfach das Fazit der Sache, aber ist jetzt auf gar keinen Fall, weil ich suche es mir ja aus, ich könnte ja auch immer sagen, ja, sorry, mache ich jetzt nicht, so. Deswegen ist das gar nicht negativ gemeint, aber man merkt es dann irgendwie doch schon. Vor allem jemand, der halt auch einfach das gerne mal hat, alleine zu sein und rumzuliegen und einfach zu chillen. Und wenn man das dann so 4 Tage am Stück so von einem Termin zum nächsten, dann fühle ich mich wie du, wenn du arbeitest. Also quasi jeden Tag. Aber was ist oh Gott, lass mich nicht alleine. Sagst du gar nichts. Nein, das ist was ganz anderes. Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das genauso. Also 1:1, gleiche Storyline. Bei mir ist es halt mit Urlaub. Ich habe ja 2 Wochen Urlaub demnächst. Ja, ey, sollen wir uns da treffen? Dann schreibst du irgendwie auch Leute an, denkst du so, ja, komm, machst mal wieder was mit den Leuten, die du lange nicht gesehen hast. Und dann denkst du am Ende so, warum habe ich das gemacht? Ja. Das war so schön, jedes einzelne Treffen, aber denkst dir dann, fuck, Mann, ich hätte einfach am liebsten alleine gechillt und einfach nur Chips gegessen und nichts getan. Aber hey, that's life. That's life. Und das war eigentlich ganz geil, weil ich so am Dienstag saß ich so da und dachte mir, geil, Mann. Ich habe einfach alles erledigt, was ich in den Ferien zu erledigen habe. Weißt du, so von wegen so organisatorischen Sachen. Weil ich habe einfach Montag und Dienstag saß ich halt von morgens bis abends am Schreibtisch. Aber, sag ich mal, spaßig. Also es war jetzt kein, ich musste nicht irgendwie hart stressen oder so, sondern hab mir einfach so eine Liste gemacht, was will ich machen, mal den Mac aufräumen, ne, irgendwie Apps runterschmeißen, mal konsequenter jetzt, keine Ahnung, Versicherung zusammenlegen, Bankumzug planen, bla, die ganze Zeit so, wie soll ich sagen, so Sachen, die eigentlich, wenn sie im Arbeitsalltag so sind, nervig sind, aber so voll Spaß machen, finde ich. Also sowas macht mir irgendwie Bock, wenn man da halt einfach Zeit für hat und nicht denkt, oh, ich muss das jetzt noch und keine Ahnung was. War dann kurz in der Stadt, hab irgendwie so schon so eine neue Mappe für mein neues Schuljahr gekauft, wo ich dann so ich habe immer so eine Mappe, wo ich quasi die Kopien für alle Klassen so reinlege. Okay. War ich schon bei Ortloff, der Laden macht auch immer gute Laune, finde ich, wenn man da immer so ein Organisations- Dings wird bestätigt. Ist das so ein Schreibwarenladen oder was? Ja, der ist ja beim Globetrotter, weißt du? Ey, da war ich letztens drin. Ja, das ist geil. Die haben noch diese riesen Stifte, diese riesen Lami-Füller und so unten rumstehen. Ja, da war ich drin. Lustig. Ja. Das ist so ein Laden, der irgendwie, weiß ich nicht, der befriedigt tief in mir irgendwas. so diese Ordnung, die ich nicht ausstrahle. Warte mal ganz kurz. Für die Allgemeinheit, ich rede gerade von riesen Lami-Stiften. Also, du redest davon, dass du deinen Ordnungsdrang quasi. Ja, den ich aber eigentlich ja nicht so hab. Also, ja, es geht. Es ist so ein Zwiespalt. Also, ich bin dann sicher nicht so der organisatorisch mega Typ, aber irgendwie muss ich doch alles irgendwie einigermaßen aufgeräumt haben und so. Keine Ahnung. Ich arbeite Dinge gerne ab. So. Und das ist, finde ich, so ein Laden, der zeigt dir, arbeite Dinge ab. Es geht kürzer. Hier, warum brauchst du 7 Füller? Kauf dir einen coolen Füller. Mach doch dies. Und, ne, so. Das finde ich irgendwie nett. Genau. Und dann war ich so Dienstag. Ja, geil. Habe ich irgendwie alles geschafft und das war sehr schön. Ich habe mich Dienstag noch mit Wüste getroffen oder Montag, keine Ahnung. So ein bisschen Taktikbesprechung, aber wir haben ein bisschen gesprochen über, wir kriegen eine Versetzung. Und ich weiß nicht, ob ich das immer so ein bisschen erzählt habe, aber ne, es ist kurz Roundup für den Podcast. Ich bin der Vertretungslehrer an der Schule, wo ich Referendariat gemacht habe. Und bin da jetzt in Verträgen quasi, habe jetzt den Jahresvertrag bekommen, voll cool, hihi, wir freuen uns alle. Also wirklich. Genau, aber es ist ja so, dass man quasi, also die Schule möchte mich gerne auch länger binden mit einer Feststelle, was für mich jetzt nicht so mega wichtig ist erstmal, sondern ich finde es ja auch ganz schön so, dass es gerade so ein bisschen entspannter ist. So, aber, um jetzt dazu zu kommen, es war quasi immer klar, dass diese Stellen vergeben werden nach prozentualer Abdeckung der Schule mit Lehrkräften. Bedeutet, auch wenn jetzt jemand kommt mit, sag ich mal, Englisch, so, also nicht meine Fächer, treibt ja trotzdem den insgesamten Auslastungsprozentsatz nach oben. Das heißt, jetzt, wenn so eine Versetzung kommt, kann es sein, dass wir quasi 100% ausgelastet sind und wir deswegen nächstes Jahr gar keine Stelle bekommen. Nicht nur für Pedda nicht oder so, sondern eine allgemeine Stelle nicht. So. Und das war mir so mäßig bewusst, also ich wusste das, aber das ist eine Versetzung, die hat diesen Grundschuldeal gemacht, weißt du noch? Ich habe dir damals mal erzählt, ich kann nach dem Ref 2 Jahre an die Grundschule gehen. Dann darfst du irgendwann mal am Wünsch dir was spielen, oder wie? Nee, nicht ganz so. Nach 2 Jahren wirst du dann in 30 Kilometern um deinen Wohnsitz quasi an ein Gymnasium oder eine Gesamtschule fest versetzt und kriegst dann eine feste Stelle. Aber gegenüber ist doch eine Gesamtschule, wo ist das Problem? Ja, das ist so, also du darfst halt da nicht mitsprechen, du suchst dir da nichts aus, sondern es wird einfach festgelegt. Und das heißt, wir müssen herausfinden, wer das festlegt. Und diese Person müssen wir dann so lange belabern, bis die andere Person in der Gesamtschule landet. Ja, aber jetzt ist es schon gelaufen. Jetzt ist die Versetzung ist durch. Die Versetzung ist durch. Verdammt. Und das ist ja vollkommen in Ordnung, da kann ja keiner was für. Und ich möchte jetzt gar nichts Böses sagen. Ich kenne die Person auch überhaupt gar nicht, ist völlig egal. Ne? Also ich rede jetzt einfach so drauf los, allgemein. Das geht jetzt gar nicht irgendwie um irgendwas. Und ich habe damit auch, wie gesagt, keinen Struggle, weil ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn ich irgendwie dann noch ein Jahr länger Vertretungslehrer bin, ist mir scheißegal. Nur interessant fand ich so dieses, weil ich habe ja damals so für mich immer gesagt, ich würde diesen Deal niemals annehmen, weil die feste Stelle nicht wichtig genug ist so für mich, weil ich einfach nicht in der Situation bin, eine Familie, Kind jetzt ernähren zu müssen oder sowas. Und mach ruhig weiter, ich muss ganz kurz Näschen putzen. Ich bin aber klar. Du hörst mich ja noch. Und weil ich quasi die Sorge hatte, naja, du wirst einfach an irgendeine Schule versetzt. Das heißt, die können sich irgendeine Schule nehmen, wo die sagen, da haben wir voll den harten Mangel, weil sich da vielleicht alle Lehrer wegbewerben oder keine Ahnung was, weil die Schulleitung scheiße ist oder irgendwas. Oder eine Schule im Aufbau, die voll chaotisch ist. Keine Ahnung. Kann auch alles positiv sein, aber die Gefahr ist, sage ich mal, groß, in meinen Augen zumindest, oder war damals in meinem Kopf so, dass du an eine Schule kommst, wo niemand hin will. Weil damit füllen die, also theoretisch haben die halt perfektes Mittel, ja, wir haben dir eine Schule versprochen, hier, geh dahin, da brauchen wir Leute. Was ja vollkommen sinnig auch wäre, so als Stadt, Land, Bezirk, Kreis, was auch immer. Mhm. Zu sagen, wir füllen halt mit den Leuten dann die Stellen, wo harter Bedarf ist. So. Und jetzt wird die geilste Schule der Welt, wird jetzt quasi dafür genutzt, obwohl man eigentlich andere Schulen zur Wahl hätte. Das hast du jetzt gesagt. Das ist jetzt die spannende Erkenntnis, die ich hatte. Man könnte sie auch zum Altenfors schicken, die Schule, die niemand mag. Korrekt. Persönliche Meinung von Wiedergold, was? Korrekt. Das ist jetzt so eine spannende Erkenntnis, die noch mir nicht ganz klar geworden ist, warum diese Versetzung jetzt quasi kommt. Weil das ja wirklich ein Jackpot ist. So, ne? Du gehst 2 Jahre in die Grundschule und kommst dann an sogar, also wie man jetzt die Schule gut findet oder nicht, keine Ahnung, es gibt viele gute Schulen. Ja, so. Komplett subjektiv, aber aber dass man generell an eine funktionierende, gut laufende, schöne Schule kommt, war für mich, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen ausgeschlossen mit diesem Grundschuldeal, weil ich halt wirklich dachte, die füllen halt einfach den Crap damit auf. Problem ist jetzt aber auch noch so ein bisschen, dass ich gehe gerade nur meine Gedanken durch, warum ich damals diesen Deal nicht angenommen habe, weil du wirst immer du wirst am Anfang diesen Grundschulstempel haben, so, du hast halt jetzt 2 Jahre Grundschule unterrichtet, ja, steckt man erstmal in die unteren Klassen, so, kann der überhaupt was und keine Ahnung was. Ja. Und drittes Argument ist auch dieses, fand ich auch ganz schön, hat irgendwer gesagt, gute Leute nehmen diesen Deal nicht an, weil die vertrauen darauf, dass sie auch so Stellen finden. So nach dem Motto, als wäre das so der feige Weg. So, weißt du, ich wähle den Weg, weil dann habe ich eine Sicherheit der festen Stelle und keine Ahnung was. Also das nach dem Motto, ich vertraue nicht meinem eigenen Können und was auch immer, dass ich halt irgendwo unterkomme, sondern ich gehe den easy way. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, naja, dieses System hat ja teilweise schon so ein bisschen Unberechenbarkeit mit drin. So wie du jetzt quasi darauf vertraust, dass du der Babo bist. Ja? Genau. Wo keiner auf dieser Welt Zweifel dran hat. Aber jetzt kommt quasi irgendwer, der da so reingeschoben wird. Und das gefährdet im Zweifel deinen Status so zu gewissem Grad. Nicht, weil du nicht gut genug bist, sondern weil einfach dieses System quasi so limitiert ist und man dann nur so ein paar Slots hat. Und, absolut richtig. Genau, also von daher vielleicht gar nicht so der feige Weg, sondern vielleicht ein cooles taktisches Manöver, was manche Leute sich da überlegt hatten. Ne? Ja gut, aber um es ein taktisches Manöver zu nennen, müsste man in meinen Augen zumindest danach mehr Mitspracherecht haben. Also weil es ist schon eine ziemlich riskante Taktik, weil wenn du zum Beispiel die Stelle ablehnst und jetzt sagst, boah, das ist eine Schule, da höre ich nur Schlechtes von, da will ich auf gar keinen Fall hin, dann ist dieser Deal verwirkt. Dann bist du quasi im System wie ich jetzt. So, ohne Stelle, ohne irgendwas. Das heißt, es ist schon wie soll ich sagen? Ich weiß nicht. Das ist schon auch ein Gamble. Also für mich ein härterer Gamble als den ich mache. Weil klar, du kriegst eine feste Stelle, aber vielleicht an der Schule, wo du überhaupt nicht hin willst. Weil für dich ist die Qualität der Schule Prior 1? Ja, schon. Also höher priorisiert als quasi ein Radius oder so, weiß ich, ein Ort vielleicht. Und für manche Leute ist es vielleicht einfach so, oh, ich will einfach innerhalb von 30 Kilometer da sein, weil ich habe hier mein Haus und meine Familie und was auch immer. Vielleicht ist das für die wichtiger als die Schule an sich. Und genau, könnte sein. Kann der Deal plötzlich super attraktiv sein für die. Ne? Könnte sein, absolut. Genau, und ich gehe natürlich jetzt in meinem Beispiel auch immer von einer Worst-Case-Schule aus. Ne? Es kann natürlich auch einfach eine ganz normale, grundsolide Schule sein, so, wo man sich irgendwie einfügt. Nur wenn es nach meiner Denke geht, ich denke halt immer, je glücklicher du an der Schule bist, desto besserer Lehrer kannst du sein, desto besseren Unterricht kannst du machen, desto mehr kannst du das auf die Schüler abstrahlen, desto glücklicher sind auch die Schüler. Weil was bringt's dir, wenn du mega motivierter, toller Lehrer bist? Jetzt nicht ich, sondern irgendwer, sag ich mal. Also nicht, als würde ich von mir so reden. Und kommst an eine Schule, wo dir die Schüler direkt ins Gesicht spucken und sagen, ja, verpiss dich, was willst du hier? Und dann bist du so, ja, okay, schade, ich hatte hohe Ziele, aber leider hatte ich keine Chance jetzt hier. So, also, ne, worst case. Ja. So, ne? Aber, ja, deswegen ist, glaube ich, bei mir so die, sag ich mal, Schule plus der Vibe, der an der Schule herrscht, ist, glaube ich, das so Prio 1. Und natürlich mit einem bestimmten Radius schon eingegrenzt, aber ich würde jetzt auch eine, sag ich mal, 3/4 Stunde zur Arbeit fahren. Hätte ich jetzt auch kein großes Problem mit. Irgendwann kann man immer noch dahin ziehen und keine Ahnung was. Ich finde, es ist angenehmer, an die Schule zu ziehen, im Zweifel, also an den Arbeitsplatz zu ziehen, als sich irgendwie dann wegzubewerben, weil wenn du erstmal in der Schule bist, diese Wegbewerbung ist auch nicht so easy und dann an eine Schule zu kommen, wo du dann hin willst, bla bla bla. Eigentlich lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte tatsächlich durch diesen Grundschuldeal, das war ein bisschen naiv von mir, das läuft außerhalb dieses Kontingents, so dass das quasi nicht eine normale Versetzung ist, mit der halt immer gerechnet werden kann, sondern dieser Grundschuldeal läuft außerhalb der Konkurrenz in einer gewissen Weise. Aber so ist es nicht. Ne? Was auch vollkommen realistisch ist, wenn ich jetzt so erzähle, denke ich selber, ja, wie konnte ich das eigentlich denken? Aber das bedeutet umso mehr, dass es spannend wird die nächsten Jahre, weil wenn jetzt die ersten, weil es wird nicht nur eine Person gegeben haben, die diesen Grundschuldeal annimmt. Ich glaube, unsere Schule ist damit jetzt erstmal abgedeckt, so nach dem Motto, du hast jetzt einen damit bekommen, jetzt kann die Schule erstmal sagen, wir wollen mal 2-3 Jahre Ruhe haben mit so einer Versetzung, ja. Weil du willst ja auch nicht überflutet werden mit Fächern, die du gar nicht brauchst, weil als Schule kannst du ja auch nicht sagen, also du kriegst jetzt vielleicht jemanden, sag ich mal, die Schule hat 30 Französischlehrer und du kriegst Französischlehrer, denkst du ja, ja toll, das ist eine Versetzung, die können wir halt überhaupt nicht gebrauchen. Das ist einfach, wir haben, also das, also ist so blöd, das ist halt dieses Problem bei der Schule, dass du halt nicht so richtig gut dir dein Personal zusammensuchen kannst, sondern so auf verschiedene komische Wege drumherum das irgendwie machen musst, nicht so wie in der freien Wirtschaft. Deswegen glaube ich, dass unsere Schule da erstmal einigermaßen raus ist jetzt. Aber grundsätzlich für den ganzen Stellenmarkt ist es halt super crazy, weil so Leute wie ich, die jetzt gesagt haben, okay, nach dem Ref, ich gehe über das Vertretungssystem und guck mal, wo eine Feststellung irgendwie kommt. Ja. Die Konkurrenz wird, sage ich mal, unermesslich. Also bist du jetzt nicht die Konkurrenz, es gibt keine Konkurrenz, weil die Leute. Ja, dann haben wir dieses Fastlane-Ticket genommen. Genau, ja. Exakt. Das ist quasi das Fastlane-Ticket in dem Sinne. Und jetzt kommen ja keine Stellen rein. Das heißt, ne, ich kriege ja immer so E-Mails, wenn Stellen ausgeschrieben werden für Bio oder Pedder. Ich habe im letzten Jahr 2 E-Mails bekommen. Letzten halben Jahr 2 E-Mails bekommen. So. Und das kann dann aber auch sein, also jetzt für Gymnasium, Grundschul-E-Mails und so kriege ich täglich. Fast. Wenn das Wort Grundschule, Spam-Wort. So ungefähr. Ja. Und das wird halt voll verrückt, weil die kommen dann quasi ins System. Die Schulen laufen vielleicht sogar fast schon so ein bisschen über, weil sie, obwohl sie jetzt ja schon quasi gut abgedeckt sind. Und die Leute, die quasi den normalen Referendariatsweg gehen und danach gucken, wo bewerbe ich mich mal, haben fast, also in meinem Kopf ist gerade wenig Chancen, dann da noch irgendwie reinzukommen. Ja. Jetzt von mir persönlich zu sprechen, meine Chancen sind immer noch in Ordnung, würde ich jetzt persönlich sagen, weil ich bin jetzt halt im Vertretungssystem schon drin. Das heißt, ich bin ja schon an der Schule, kann mir da irgendwie meinen Namen machen oder was auch immer. Und theoretisch, wenn es jetzt auch am HBG nichts werden sollte, was ja immer noch sein kann, was halt schon so ist, kann der trotzdem, der Schulleiter, also, wie soll ich sagen, die reden ja auch miteinander. Das heißt, in meiner Welt wäre es dann so, ich bewerbe mich irgendwo, die reden miteinander, hey, der ist ein guter Typ, so, dann hat man da schon so ein bisschen eine Chance, nochmal irgendwie mehr reinzukommen, bla bla bla, scheißegal. Das heißt jetzt, für mich persönlich ist es gar nicht dramatisch, aber ich glaube, für den generell Schulstellenmarkt ist das ein System, wo man sich von Anfang an nicht gedacht hat, was dann passiert. Weil die Leute, die jetzt quasi jetzt ins Ref gehen, wissen jetzt schon, boah, dieser Stellenmarkt ist noch aussichtsloser als der bei mir. Und mir wurde ja schon immer gesagt, naja, das mit Stellen wird ziemlich schwierig. Naja, und jetzt weißt du hast diese ganzen Abdeckungen über diese Fastlane. Wird crazy, glaube ich. Das einzig Positive vielleicht daran, also was jetzt das ganze System so ein bisschen retten könnte, ist halt, dass jetzt G9 wiederkommt. Ne? Das heißt, du hast ein Schuljahr mehr, das heißt, du brauchst auch Lehrer mehr. Naja, aber das kommt jetzt ja erst über die nächsten Jahre. Das heißt, das ist jetzt so, mal gucken, was da was einholt, was zu viel von wem ist und so. Das ist interessant. Das ist, wird sich zeigen. Spannend, ja. Ja, das ist halt, du gehst ja damit noch, ich sag mal, relativ relaxed um. Du kannst ja für dich so sagen, ja gut, wenn es nicht klappt, dann woanders. Oder wenn es nicht heute klappt, dann morgen. Ist ja auch okay. Aber ich muss immer an die Leute denken, die da so auf heißen Kohlen sitzen und unbedingt ihre Stelle brauchen wollen, weil ihr Lifestyle so teuer ist und sonstige Dinge planen, Familie, Haus, whatever. Und die dann jetzt quasi immer mehr in diesen Panikmodus kommen und sich vielleicht dann denken, ja scheiße, was hab ich damals gedacht? Hätte ich doch mal lieber Jura studiert oder wäre ich doch mal lieber Arzt geworden. Jetzt oder hätte ich den Deal angenommen, so, ne? Hätte ich den Grundschuldeal gemacht oder whatever. Die Leute tun mir jetzt ein bisschen leid. Also eigentlich tun sie mir nicht leid, aber irgendwie schon so ein bisschen, weil ich mir vorstellen kann, wie panisch da teilweise Leute jetzt gerade werden, die dann auch davon betroffen sind. Ja, aber hey, mach halt einen YouTube-Channel, mach halt Educational Content. Was ist dein Problem? Ja, ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es so das nächste Jahr so sich jetzt entwickelt. Weil mir tut das halt auch für diese Grundschule die Leute so ein bisschen leid. Weil es ist, glaube ich, für Versetzungen so schon nie leicht. Weil eigentlich werden Versetzungen, kommen immer an die Schule und alle denken sich, eigentlich, also erstens, warum wurde die Person versetzt? Es gibt meistens Gründe. So, wurde der quasi da weggemobbt? War der scheiße? Oder natürlich kann es auch positive Gründe sein, wie der ist einfach hier hingezogen und wollte gerne hierhin versetzt werden. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich selber habe da gar keine Meinung zu, weil ich noch zu wenig kennengelernt habe, aber ich habe das Gefühl, die Stimmung im Kollegium ist Versetzungen gegenüber eher immer kritisch. Aus Erfahrung wahrscheinlich, weil die gemerkt haben, Versetzung ist meistens, oder ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Dann kommen da meistens Fächer, die du nicht bestimmen kannst. Auch als Schul, also als Chef ist das irgendwie scheiße, weil da kommt jemand, den du nicht mal vielleicht richtig gebrauchen kannst. Plus, du hast halt dann noch diesen Stempel mit, naja, eigentlich wollten wir den und den Lehrer vielleicht verpflichten, jetzt unabhängig von mir, aber ne, als Schule generell. Ja. Und jetzt kommt der und wir können das nicht. Kaputt, genau, ne? Du kannst halt damit nicht planen, weil eine Versetzung kann halt quasi immer so kommen. Einfach so. Ja. Und plus, jetzt hast du mit diesem Grundschuldeal noch den Stempel vom Kollegium im Zweifel, wenn du Pech hast, wenn das Kollegium nicht nett ist. Ja, was will der eigentlich hier? Der hat doch jetzt nur so mit kleinen Kindern gearbeitet. Kann der überhaupt Gymnasium? Da gucken wir noch mal genauer drauf. Und du bist schon von Anfang an so, also könnte ich mir zumindest vorstellen, also ich würde mich zumindest so fühlen, dass alle erstmal so gucken, was macht der hier? Warum gerade in der Grundschule? Warum hat der es so gemacht? Bla. Ja. Und das heißt, für alle ist das irgendwie doof. Das ist quasi eine Lose-Lose-Lose-Situation. Kann aber, also jetzt im Vorhinein, aber wenn die Person da ist und sich irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Wochen beweist, dass Kollegium der ganzen Person eine Chance gibt, dann kann das halt sehr schnell umkippen in Win-Win-Win für alle und alle sind nachher happy und wir haben es ist ein super Kollege im Kollegium. Aber ich finde, die Vorzeichen stehen immer erstmal sehr auf Ablehnung. So, das ist halt auch irgendwie doof. Doofes Gefühl, glaube ich. Ich würde gerade sagen, eigentlich wäre es ja cool, wenn alle sagen würden, hey, okay, das ist halt, wie es ist, lass uns das irgendwie möglichst cool machen, wie können wir das cool verteilen, du kannst ja doch ein paar Fächer, komm, dann mach mal weniger davon, mach mal hiervon, aber dafür ist, glaube ich, das Mindset auch irgendwie zu starr, ne? Man schießt sich auch schon so ein bisschen auf den Status Quo dann ein und ich glaube, jede Versetzung ist ja dann erstmal so ein, oh no, jetzt haben wir so toll die Stundenpläne geplant und alles und jetzt Ja, also können wir vorstellen, ich glaube, der Stundenplaner und so, ich glaube, die sind da noch am entspanntesten, weil die ja quasi das Planen und den Überblick haben. Ich glaube, eher die quasi, sag ich mal, nicht damit, dass das Daily Business ist, die einfach nur hören, da kommt eine Versetzung, die sind, glaube ich, am kritischsten. Weißt du, weil die einfach denken, und da ist irgendwie und so. Ja, genau, dieses typische. Verstehe, okay. So. Ist so meine, aber ne, ich rede einfach als Blaue, keine Ahnung, es ist zumindest so, dass mein Gefühl, könnte man sagen. Ja, deswegen spannend. Konkurrenz im Stellenmarkt. Mal gucken, was passiert. Wie sieht da jetzt deine Taktik aus? Hast du da schon was Konkretes? Darf man das fragen? Einfach immer so weiter. Einfach weiter so großartig sein, der beste Lehrer der Schule sein. Laber nicht. Whatever. Laber nicht. Irgendwer muss es ja mal sagen, ja? Nein, ich meine, die Schüler machen es ja permanent, aber hey. Das lügt nicht. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte lernen, Komplimente zu machen. Und das ist gerade mein Anfang. Dann muss ich, glaube ich, lernen, Komplimente annehmen zu können. Guck mal, können wir beide was voneinander lernen. Muss ich auch lernen, kann ich auch nicht. Kommt so selten vor. Du bist hübsch. Das war jetzt, auf zu lügen. Das war jetzt an alle, die das mal tun sollten. Sehr schön. Ja, also das hört halt niemand zu, deswegen ist scheißegal. Ist egal. Nee, ich habe gestern lange mit Vinny hier von den Flowseekers unterhalten. Und der ist ja auch gerade, also der arbeitet neben seinem Studium in der Schule und so. Und meinte auch, dass er sich auch auf jeden Fall behalten will, sag ich mal, positiv da durchzugehen, weil er das auch gespiegelt bekommt, dass das so viel eben wert ist. Und weiß ich nicht, mal so die Extrameile zu gehen. JD bei Scrubs hat immer gesagt, ein bisschen extra viel Mühe geben. So. Und Dr. Cox sagt immer, nein, da wirst du scheitern, Burnout, verbittern, du wirst so wie ich, du gehst kaputt, bla, es dauert nur noch eine bestimmte Zeit und er wehrt sich dagegen. Und so fühle ich mich auch. Das versuche ich zumindest. Mal gucken. Ey, jetzt nächstes Jahr. Hey, ich bin eher bei Dr. Cox gerade. Ja, guck mal, das ist doch schön, wir beide. Nee, und nächstes Schuljahr kriege ich ja mehr Stunden jetzt erstmal am Anfang und dann mal gucken, ob ich dann immer noch so entspannt reden kann. Ne? Man darf man nie vergessen, ich argumentiere immer aus einer 14 Stunden voll entspannt, was ist immer Sicht heraus. Das ist nicht vergleichbar mit 25 Stunden plus Abiturkorrekturen, plus, keine Ahnung, Struggle drumher, plus Familie, plus keine Ahnung was. Deswegen muss man das immer einordnen und ich spreche natürlich da nur für mich und würde da nie irgendwie jetzt andere verurteilen, wenn sie eben nicht mehr so sind. Und so, das ist, ja, gibt immer Gründe, die zu bestimmten Dingen führen können. Aber ich versuche mir das auf jeden Fall, solange es geht, zu behalten. Und deswegen immer so weiter und nicht nervös werden, nur weil alle sagen, du musst doch eine Feststelle. Und was passiert jetzt mit deiner Stelle? Da kommt eine Versetzung. Bist du jetzt sauer? Nee, ist halt scheißegal. Das kann immer passieren. Und mal gucken, was passiert. So. Ich würde sagen, diese Person an sich hat ja gar keine, also warum solltest du sauer sein sollen auf diese Person? Oder, natürlich. Du kennst das System, du hattest den Deal genauso auf dem Tisch wie alle anderen auch. Du hättest es genauso machen können, hast dich dagegen entschieden. Irgendwer hat es so gemacht, was ja wenn man ein Angebot bekommt, ist ja auch klar, dass irgendwer das annimmt. Und dass jetzt die Konstellation ist, diese Person wird dich nicht kennen, du kennst sie nicht. Also, what? Also die Frage ist halt schon so abstrus. Ja, aber ne? Ich finde, da kann man gut absehen, wie nicht nur Lehrer, sondern das würde ich weiterziehen, wie Menschen oft denken. So, ne? Ja. Du musst doch jetzt, und oh nein, das ist ja voll schrecklich. Ja, nee, mal gucken, was passiert. Ich stelle mir das gerade so vor, so gefühlt, du bist dann so im Lehrerkollegium, also in diesem Lehrerkonferenz, nee, im Lehrerzimmer, so. Dann kommt diese neue Person so rein und alle denken sich so, los Max, geh in den Fight Club, los, wirf den. Genau, alle gucken so, wie gucke ich so, ne? So, ist er traurig? Oh nein, weiß auch nicht. so voll so wie so, okay, los, kämpft jetzt, macht was, ihr müsst euch jetzt hassen und dann werdet ihr ABFs for life. Ja. Ich werde ihn umarmen zur Begrüßung. Oder sie, oder er, oder was? Ich habe keine Ahnung. Siehst du? Ah, wird sich zeigen. Dann muss ich vielleicht die Entscheidung nochmal überdenken. Nein, aber deswegen, no hard feelings. Und ich, ich finde es irgendwie immer schon, also, wie soll ich sagen, ich hatte das Bedürfnis, da so ein bisschen drüber zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, man muss sich dafür schon fast rechtfertigen. Und das finde ich irgendwie schade, dass der Normalzustand eher wäre, du musst doch jetzt sauer sein, du musst doch jetzt keine Ahnung was und oh nein und so, ne, wenn man das Leuten erzählen würde, denkt man immer, kommt erstmal so, oh nein und denkt so, ja, nee, das war doch, also ich glaube, die trauen einem dann nicht so schnell zu, dass man ja wusste, was passieren kann und das ja irgendwie in Ordnung ist und dann wird sich's eben zeigen und ich glaube, dass viele immer denken, wenn ich das eben so sage mit, naja, dann ist das eben so, dass das halt so, wie soll ich sagen, Selbstbetrug oder sonst irgendwas ist, aber ich weiß nicht, ich denke halt wirklich so. Und ich kann das noch 2-3 Jahre weitermachen mit dem Verteidigungsunterricht und mal gucken. Und wenn irgendwann das nicht mehr so ist, dann gehe ich eben mal auf die Suche nach einer anderen Schule. Das ist eben so. Aber da gibt es halt, wie gesagt, im Praxissemester habe ich eine tolle Schule kennengelernt. Ich weiß, es gibt viele tolle Schulen und sehe da nicht so das Problem. Plus Plan B habe ich auch nochmal viel jetzt auch, nochmal viele Gespräche geführt, viel drüber nachgedacht, mit diesem ganzen Beratungsding. Das ist hart am Boom weiterhin. So die meisten, alle Lehrer wollen gerade irgendwelche Fortbildungen machen in Richtung Beratung und ich merke, wie schlecht diese Fortbildungen quasi sind, leider, von den Inhalten, die sie so erzählen und denke mir dann so, okay, da habe ich was in der Tasche so für mich, wo ich immer eine Lücke finden kann. Zumindest denke ich so, ne? Vielleicht absolute Selbstüberschätzung, man weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das gibt ja eine gewisse Ruhe, ne? Und richtig, zumindest, zumindest reicht diese Selbstüberschätzung, um mir zu sagen, naja, es wird schon irgendwie. Und wenn es dann soweit ist und es nicht klappt, dann muss man eben andere Wege finden. Das ist halt dann so. Aber es bringt ja nichts, jetzt sich schon, oh nein, das mit der Stelle wird nichts. Und dann kann das andere, wird vielleicht auch nicht klappen. Und dann, weil dann, also wenn man so durchs Leben geht, ja, sorry, dann hast du echt ein Problem. So, in meinen Augen. Deswegen, alles gut. Und ich freue mich drauf, wie das nächste Jahr so wird. Weil erstmal, was da ist auf dem Papier, ist mein Jahresvertrag und der ist voll cool. Und da freue ich mich einfach drauf. Der beginnt nach den Ferien und geht ein Jahr lang, ne? Das heißt, du hast jetzt wirklich 12 Monate und 5 Wochen Zeit. Genau. Und habe immer noch coole Kurse und das ist null geschmälert. Ich freue mich immer weiterhin auf das coole Schuljahr quasi. That's nice. Du kannst jetzt die Ferien eigentlich auch genießen. Wenn du nicht so viel Freizeitstress hättest. Voll. Genau. Was steht denn noch so an die nächsten Wochen? Was hast du denn noch so auf der Agenda? Ich muss trainieren. Oh, was ist das? Max zeigt gerade ein Papier in die Kamera, wo irgendwelche Zahlen draufstehen und oben steht Body Composition Analyzer. Analysis, genau. Ja, ich habe dir ein Bild geschickt vorgestern, glaube ich. Weil das Fitnessstudio, wo ich mit Chiara immer zum Yogakurs gehe, hier, wo wir drüber wohnen, hat Corona-bedingt quasi gesagt, hey, wir wissen, wir haben jetzt halt zugemacht, ihr habt irgendwie 7 Optionen, aus denen ihr wählen könnt als Kompensation, was ich irgendwie nett fand, aber naja gut. Das ist echt nett, ja. Ne, ja, genau, weil, aber also muss man ja nicht machen, andere machen es ja nicht. Ne? Ja. Ja, aber andererseits, ich weiß gar nicht, wie das ist, ich glaube, das ist nicht so, ich glaube, du kannst da monatlich kündigen, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Wahrscheinlich hätte man aber so Corona-bedingt vielleicht sogar Sonderkündigungsrecht gehabt und naja, also Leute haben quasi 2-3 Monate bezahlt, ohne jetzt irgendeine Leistung in Anspruch zu nehmen. Deswegen sehe ich das als super fair, aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber kann verstehen, warum man, also manche Leute erwarten das wahrscheinlich. Okay. Und da konnte man irgendwie auswählen und wir haben jetzt irgendwie so eine Option genommen, wo dabei stand, diese hilft uns mit am meisten, neben der Option nichts. Also keine Kompensation. Okay. Ja, okay. Stand irgendwie, man kriegt irgendwie am Ende man kriegt irgendwie 2 Gratismonate, so quasi jetzt am Ende des Quartals, des Monats, der Monate, die quasi der Vertrag laufen würde, plus ein Gutschein für eine Body Composition Analysis. Und da dachte ich so, im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, über Körperfettanteile und so weiter und so fort. Da dachte ich, wait, bevor ich mir irgendwie mein HDMI-Kabel um den Hals lege und dann mit einem Lineal messe, probiere ich mal das. Und das war irgendwie wieder ein witziger Zufall, wie der Podcast quasi die Zukunft bestimmt. Wilma Damus, Nostra Wilma. Oh, Wilma Damus klingt ein bisschen wie so Darm mit Charme, als wenn wir so ein Buch schreiben mit über Darmgesundheit. Wer weiß, da ist das schon wieder die Zukunft vorhergesagt. Hast du dein Handy gerade da? Also kannst du es dir kurz aufmachen? Ich glaube, es ist leichter, wenn du das auch siehst, wenn wir dann darüber sprechen. Du meinst, damit drauf gucken? Ja, ich glaube, es ist leichter, dass du halt dann irgendwie auch was Spannendes sehen kannst. Und wir können das ja. Diese Menschen, die so Bilder schicken, wo die halt falsch rum sind. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach hochkant normal fotografiert. Warum? Ich habe einfach ein DIN A4-Blatt hochkant fotografiert. Warum ist das verkehrt rum gekommen? Ich habe es nicht verstanden. I don't know. Habe ich nicht gecheckt, sorry. Ich leg das jetzt einfach hier hin und zoome mal ran. Okay, also jedenfalls, am Start. Genau, oben steht erstmal so Alter, Größe, Körper, also Kleidergewicht. Die ziehen dann immer so 0,5 Kilo halt ab wegen Klamotten. So, dann steht da irgendwie normal und männlich. Ich habe mich schon gefragt, warum ich nicht athletisch bin. Das ist ein bisschen traurig, aber gut. Sollen die halt entscheiden. Ist mir egal, trifft mich überhaupt nicht. So, Bombe, erster Schlag ins Gesicht. Ich habe nicht verstanden, warum also ich da nicht die Option hatte, athletisch zu wählen, aber gut. Nein, und dann kommen dann so erstmal so Standardergebnisse, Gewicht, 70 Kilo. Wo ich dachte, haben die das denn gemessen? Also, eine Waage. Du stehst auf so einer Waage mit so Metallplatten, mit so Herdplatten am Boden und du hast so Griffe in der Hand. Dieses typische, wir schicken Strom durch deinen Körper. Zange am Bauch oder so oder diese Special Moves. Einfach nur so Elektrokram. Okay, verstanden. Quasi. Ja. Aber auch plus Handdinger. Ich glaube, weil man sagt ja immer, wenn das nur die Waage ist, dann geht das nur bis zum Arsch. Und der Signale gehen nicht weiter, sondern mit so Handdingern. Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt 17 verschiedene Anbieter von diesen Wagen. Diese Ergebnisse, ich würde die niemals überinterpretieren. Vor allem, weil ich auch gemerkt habe, ich hoffe, niemand hört aus dem Fitnessstudio zu. Nein, hört niemand zu. Die haben so keine Ahnung davon. Ich habe die dazu Zahlen gefragt, komme ich gleich zu. Und es war immer so, ja, das ist eine gute Frage, warum das so ist. Und das heißt, alles, was die mir quasi dazu gesagt haben, kann genauso gewürfelt gewesen sein. Und ich denke mir jetzt gerade nur, interessant sind so die harten Fakten, die hier draufstehen, auf die ich so ein bisschen vertrauen kann. Und das gibt mir ein ganz gutes Gefühl. Aber gut, kommen wir kurz dazu. Also 70 Kilogramm Körpergewicht, wo ich dann so dachte, 56 bis 75 Kilo sind Idealgewicht für meine Größe in meinem Alter. Wo ich dachte mal, ich wäre schon relativ leicht, ehrlich gesagt. Und müsste eher ein bisschen zunehmen, so gefühlt. Und dann steht da 56 Kilo ist Idealgewicht noch. Also klar, untere Größe so. Aber, sag ich mal, so 62 Kilo wäre jetzt ja fast, 64 Kilo wäre so der Mittelwert. Wo ich dachte, wer ist denn 28, 1,74? Ja, ich bin sehr groß. Und wiegt 65 Kilo oder 64 Kilo. Boah, da weißt du ja, also entweder würdest du, also ich kann mir das nur vorstellen, wenn du dich jetzt ein halbes Jahr ins Bett legst, nicht bewegst und deine kompletten Muskeln abbauen, komplett auf null, dass du gerade noch so gehen kannst, so, dann würdest du wahrscheinlich so in die Nähe von dem Gewicht kommen können, ohne dass dein Körper komplett irgendwie runterfährt, oder? Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Minus 10 Kilo? Ich fand's auch merkwürdig. What? Ja, genau. So, stell dir vor, ich bin jetzt aber 10 Kilo weniger. Ja, also, ne? Aber es ist, das fühlt sich irgendwie komisch an, aber ist halt mir scheißegal, ne? Also, ist wurscht. Ja. Dann, Fettanteil 16,4%, wo ich erstmal so dachte, keine Ahnung, was das bedeutet. Wir haben ja darüber gesprochen, so Wettkampfkörperfett ist irgendwie 4% oder so, ne? Keine Ahnung. Ja, 6. 5 oder 6 oder 7. Ja. So, dann stand dann Idealwerte 8 bis 20%, dachte ich, da ist ein bisschen mehr. So, ist vielleicht ein bisschen höher. Ich kenne mich mit Fettanteil Prozenten überhaupt nicht aus. Ich habe das im Internet mal kurz einmal eingegeben. Da stand, bis 16,5 quasi ist gut und danach kommt sehr gut. Wo ich dann dachte, okay, 16,4 ist quasi sehr gut. Fühlt sich nicht so an, aber okay, keine Ahnung. Ist, glaube ich, so voll normal, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, keine Ahnung. Ja, das ist, glaube ich, alles uninteressant. Muskelmasse 55 Kilo. Keine Ahnung, ob das interessant ist. Keine Ahnung. Unwichtig, glaube ich. BMI, da haben die zumindest selbst auch erkannt, dass es scheißegal ist. Da steht 23,1. Ist vollkommener Standard. BMI ist vollkommen in Ordnung. Dann kommt sowas, die erste mystische Zahl. Du darfst es gerne sagen. Was, das Stoffwechselalter? Ja. Voll da geil, du bist voll jung. Ja, die haben so, weißt du, da standen so zwei drum rum, haben voll gratuliert. Ey, cool, du bist Stoffwechselalter 22, voll geil. Und ich dachte mir, und dann war meine erste Frage natürlich so, ja, aber was bedeutet das? Wie kommt denn die Zahl, wie stellt sich denn zusammen? Weil das klingt wie so, wir machen die gute Laune, wir wollen dir eine schöne Zahl präsentieren. Ja, aus diesen Zahlen darüber wird das errechnet. Ja, hä? Ach nee, aber was heißt das? Ja, ja, was heißt denn Stoffwechselalter 22? Das, aber also, hier steht auf der Webseite ausführliche Erläuterung unter mc780.gmorn.eu. Das gucke ich mir vielleicht noch mal irgendwann an, aber das war schon so das Erste, wo ich dachte, sollt ihr mir das nicht eigentlich erklären können? Das ist ein bisschen traurig, so, keine Ahnung. Aber scheint ja erstmal eine nette Zahl zu sein, vor allem weil Real Talk, Real Rap, meine Sorge ist ja so ein bisschen immer gewesen, weil ich sowas ja nie gemacht habe. Ich habe ja immer meinen Sport so gemacht, jetzt aber nicht spezifisch Muskelaufbautraining, nicht spezifisch Cardio-Training, sondern alles so ein bisschen und habe mir immer darauf vertraut, okay, du wirst jetzt irgendwie nicht dick, das passt schon irgendwie so einigermaßen und du kannst irgendwie beim Umzug eine Kiste hochheben, das heißt, muskelmäßig passt das irgendwie einigermaßen. Ja, ja. So, oder zumindest, oder meine Referenzkurs war so, okay, du kannst deinen Handstand halten. So, hey, du kannst dein Körpergewicht tragen oder dass du stirbst, passiert irgendwie, es klappt. So. Aber was ich halt nicht wusste, wie so der Fettanteil ist, weil ich halt mich ernähre wie eine Sau. So. Und jetzt so, ich achte jetzt so seit einem halben Jahr gefühlt ein bisschen mehr darauf, wie ich esse. Auch seitdem ich mit Chiara zusammen wohne, ist es halt nicht mehr ganz so random, wie ich mich ernähre. Da habe ich, Mutti passt schön auf mich auf. Aber meine Sorge war trotzdem immer, dass dann so rauskommt, ja, Bro, deine Organe sind voll verfettet. Du solltest nicht immer. Weißt du noch damals, die 2 Jahre, als du immer Marmorkuchen zum Frühstück gegessen hast? Die Zeit rächt sich jetzt. Und die Zahl, deswegen war ich ganz froh über, okay, Körperfettanteil scheint irgendwie okay zu sein. Und dann steht da unten so, Level viszerales Fett. Ich bin Level 3 quasi. Und da steht so, 13 wäre hoch, 18 wäre sehr hoch und 3 ist halt im unteren Normalbereich. Was mir sagt, okay, für das, wie ich mich quasi ernähre oder ernährt habe, ist das in meinen Augen vollkommen in Ordnung. Die meinten, das ist eine super Zahl, keine Ahnung. Ich glaube, das kann auch einfach 0 sein, was sehr schön ist. Also ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich, dass das halt sehr gering ist. Ich glaube, 3 ist halt schon, wie soll ich sagen, ja, ich glaube, es könnte niedriger sein, so, aber es ist 0 bedenklich, vollkommen in Ordnung und scheißegal. So. Deswegen, alles cool. Dann kommen wir zur nächsten mystischen Zahl. Das extrazelluläre Wasser und das intrazelluläre Wasser in Prozent quasi. Wo es darum geht, wie viel du trinkst. Und ich habe jetzt irgendwie 42% und das heißt, 40% ist optimal. Das heißt, ich habe zu viel extrazelluläres Wasser, glaube ich, im Verhältnis zu irgendwas anderem, zum Gesamtkörperwasser. Und das bedeutet, ich muss mehr trinken, um diesen Prozentsatz runterzukriegen. Das heißt, ich trinke ein bisschen zu wenig, aber vollkommen in Ordnung. Und das war auch der Tag nach dem Phantasialand, wo ich, glaube ich, nur Cola und irgendwas Komisches getrunken habe. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Momentaufnahme, um was stabil, müsstest eigentlich dieses Ding, müsstest du dann täglich machen, über Monate hinweg, um dann überhaupt Durchschnittswerte zu haben, mit denen du was anfangen kannst. Korrekt. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt mal mein Gewicht nehme, das schwankt heute um 1,5-2 Kilo pro Woche, also im Verlauf einer Woche. Das kann halt, ne? Das ist Wasser, wenn du jetzt irgendwie am Tag vorher gesoffen hättest, wie bekloppt, wer weiß, wie dann dein Wert gewesen wäre. Ja. Genau, die haben auch extra gesagt, ich soll an dem Tag keinen Kaffee trinken, weil Kaffee den Zellen Wasser entzieht und so. Das heißt, da merkt man ja, wie punktuell diese Aufnahme ist. Ja. Und grundsätzlich, also ich würde nicht selbst viel von mir behaupten, aber ich glaube, trinken tue ich echt sehr brav so, weil ich mache halt immer diese Soda-Stream-Flaschen so und da trinke ich am Tag bestimmt 6 Flaschen von. Das heißt, so in einer Flasche sind, glaube ich, 0,75 oder so Liter. Und das heißt, es ist vollkommen in Ordnung. Klar kann es immer mehr sein, aber das ist, glaube ich, kein Problem für mich. So, kommen wir jetzt zu ein bisschen witzigeren Zahlen. Also Jetzt kommt die Segmentanalyse für alle Zuhörer. Genau, da sieht man quasi die Muskelmasse verteilt und die Fettmasse verteilt. Quasi auf den Körper verteilt. Lustig. Es sieht aus wie so ein Diagramm. Das ist ein bisschen asymmetrisch teilweise ist bei dem Fettanteil, ne? Genau, man sieht das quasi kann man sich vorstellen, wie so früher bei Rollenspielen, wo du so gesagt hast, ich will ein bisschen mehr Geschicklichkeit, dann zieht man so diesen Haken so ein bisschen mehr Richtung Geschicklichkeit und dann ist das so in so einem Oktagon irgendwie verteilt. Genau, die YouTube-Zuschauer können es jetzt gerade sehen. So, und da sieht man, also man sieht bei Muskelmasse, dass keine Disbalance vorherrscht, weil ich dachte, ich bin so ein harter Rechtshänder, das muss signifikanter sein, aber 100 Gramm Unterschied gibt es jetzt gerade zwischen links und rechts, jeweils Bein und Arm, was halt kein Unterschied quasi ist. So, das kann halt auch, ne, Messfehler und so weiter, kennen wir alle. So, das heißt, ich dachte schon mal, das wäre krasser, weil ich immer das Gefühl habe, so, ich übe halt immer auf rechts einarmigen Handstand, nie auf links und solche Sachen irgendwie. Aber gut, das ist wohl scheißegal. Man sieht, ich habe ein bisschen wenig Muskeln in den Beinen, wurde mir gesagt. Quasi. Echt, ja? So. Ja, das ist wohl ein bisschen wenig. Da könnte man mehr machen. So, er hat mir halt so empfohlen. Jetzt jedes Mal Squat-Rack erstmal. Ja, weißt du, der weiß halt nicht, der Typ, der mit mir geredet hat, der weiß halt nicht, dass ich nie ins Fitnessstudio gehe. Ich gehe halt immer nur zum Yogakurs ins Fitnessstudio. So. Mhm. Und ich glaube, der dachte so, ja, der trainiert zu wenig Beine, der muss mal ein bisschen mehr Beine trainieren. Und ich war so, ja, sorry, ich laufe halt einfach so Leichtathletik und wir spielen halt Ultimate Frisbee so in der AG und ich spiele Volleyball und keine Ahnung, wenn das nicht als Beintraining reicht, ja, dann ist es halt okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so mega die Storchenbeine habe. Das ist für mich in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, er wollte so optimieren, weißt du, so, ja, ein bisschen mehr Beine trainieren. Ich meine, so, irgendwas muss der Test ja dann auch her. Ja, klar. Total. Oberrad hat ja keinen Einfluss, ne? Ja. Total. Nur, das war halt jetzt nichts, kein Ergebnis, das ich mir mitnehme und mir denke, okay, ich muss mir meine Beine trainieren, sondern es ist mir halt scheißegal. So, ist jetzt nicht so, als hätte ich das Gefühl, ich habe Klapperbeine. Und jetzt kommen wir zu dem witzigsten Ding: Fettanteil. Erstens wurde mir gesagt, aber wie gesagt, ich zweifle alles an, was sie gesagt haben, dass Menschen generell am ehesten in den Armen Fett ansetzen. Alle Menschen so. Und wo ich so dachte. Echt? Ehrlich gesagt dachte ich immer, so bei Frauen irgendwie Arsch und Hüfte, bei Männern eher so Bauch, ne? Also gibt es halt immer diese Klischees, aber keine Ahnung, ob die stimmen. So. Und er meinte jetzt immer in den Armen, weil man sieht witzigerweise, ich habe einen fetten linken Arm. Da siehst du, dieser Graph geht so ein bisschen weiter. Man sieht es ja auch an den Prozentanteilen, ne? Dass 15,6% Fettanteile im linken Arm und nur 14,1% im rechten Arm. Genau, und dann habe ich gefragt, aber Moment, da steht doch 2 mal 0,6 Kilogramm. Wie kann denn das die absolute Zahl gleich sein, aber die Prozentzahlen unterscheiden sich? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Keine Ahnung. Und damit war wieder quasi so jede Zahl, die da draufsteht, irgendwie für mich zu random. Es kann natürlich sein, dass es 0,69 einmal ist und einmal 0,61 quasi. Das ist ja quasi gerundet, also quasi die Kommazellen nicht anzeigt und so. Das kann sein. Aber grundsätzlich sieht man da ja, dass so fettmäßig ich so in diesem blauen Bereich bin. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung. Ist also eher schon wenig. Und da bin ich irgendwie ganz froh. Weil, wie gesagt, mein Problem war nicht, dass mir gesagt werden soll, ich bin voll muskulös, weil das weiß ich, dass ich es nicht bin. Aber ich war so ein bisschen besorgt bezüglich so Fettanteil, den man vielleicht nicht unbedingt sieht. Und der ist vollkommen in Ordnung. Und die richtige Lauchbewertung siehst du unten bei Muskelmasse-Bein-Bewertung. Da, dieser Kreis bin ich. Und da ist so eine Linie darüber. Und wo man eigentlich sein müsste, da sieht man quasi, dass ich proportional zu wenig Beinmuskeln habe. Max hat so viele Beinmuskeln, wie eigentlich so ein Mitte 40-Jähriger noch haben müsste. Das wäre die Linie, ne? Du bist ja die blaue, die blaue Linie ist der Verlauf quasi, wie es so sich normal verhält. Also bis 30 hat man so konstant so 100%, und dann fällt das so langsam ab. Bis, wenn man 90 ist, hat man nur noch so 88% quasi der Beine. Nee, ich glaube, es ist nicht Prozent links. Ich glaube, die linke Skala ist nicht Prozent, weil die bis 120 hochgeht. Ach so, stimmt, aber tatsächlich. Es ist, aber so keine Ahnung. Auf jeden Fall nimmt das halt im Alter ab. Und eigentlich, da wo du jetzt bist, sollte man laut dieser Kurve erst mit Mitte 40 sein. So. Ja. Stoffwechselalter 22, Muskel-Bein-Verhältnis 40. Was los? That's me. Benjamin Button. Ja. Nee, aber das fand ich halt irgendwie ganz witzig. Und dieses Rechte davon, der Phasenwinkel, irgendwas mit Zellen und Wasser und wird in Winkelgraden gemessen. Keine Ahnung. Völlig irrelevant. What the fuck? Scheißegal. Aber deswegen, das wollte ich mal einmal durchgehen, weil ich fand das halt irgendwie interessant. Ach genau, und oben rechts siehst du noch diese Körperbauwert. So einfach Standard. Gesund Standard. Bisschen vielleicht, also an der oberen Fettgrenze, sag ich mal, von normal. Also muss man immer, glaube ich, so bewerten. Und er hat dann so gesagt, ja, jetzt musst du entscheiden, in welche Richtung du willst. Eher Richtung, also Fett verlieren oder Muskelaufbau. Wo ich dann so war, aber geht es nicht beides zusammen? Weil es ist ja nicht so, als würde ich jetzt Cardio machen und Fett verlieren und nur Muskeln aufbauen, sondern bei Muskeltraining verlierst du ja auch Fett und baust Muskeln. Egal, das war auf jeden Fall irgendwie random. Und ich dachte mir dann so, ich mache einfach weiter wie bisher, ich bin zufrieden, vielleicht ein bisschen anders ernähren, so ein bisschen nochmal darauf achten jetzt, was ich jetzt brav mache noch. Und dann ist alles cool. Und das fand ich ganz positiv, das Ergebnis. Und ich wollte das mal teilen, weil du immer deine geilen Bodydaten teilst. Und ich dachte, ich zieh mal nach. Nice, Mann. Was kam bei deinem Körperfettanteil raus? Cool war das, oder? Das Ergebnis? Ja, angeblich bei 13, irgendwas. Aber ja, voll gut. Ja auch, aber das, das stimmt nicht. Sicher? Ja. Könnte das nicht ein bisschen zu dem Dings passen, zu deinem Lauf, also dass jetzt einfach 2 Monate gut laufen warst und so und dass das dadurch ein bisschen schnell? Also sagen wir so, ich weiß nicht, wo meine Basis vorher war. Ich weiß nicht, von wo ich komme quasi. Das ist für mich die Unbekannte. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Fett verloren habe. Das sieht man halt im Spiegel. Ich glaube aber nicht, dass ich schon so niedrig bin, weil man sagt, glaube ich, irgendwie ab 14, unter 14 hast du schon gutes, sieht man schon gut Sixpack und so. Bei 12 bist du halt schon ziemlich ripped so. Ripped Eyes. Aber und daher, glaube ich, bin eher tendenziell eher so 14, 15. Okay. Ja, aber das ist alles so beliebig, weißt du? Je nachdem, wie auch dein Fettgehalt ist am Bauch und wie sich das verteilt. Und, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich weniger als vorher. Ja. Total klar. Und das würde, also ich hätte jetzt auch fest damit gerechnet, dass deiner geringer ist als meiner, weil du ja dich zwar auch nicht gut ernährst, aber anders schlecht ernährt hast als ich quasi. Du hattest ja eine Zeit lang auch immer so deine eher zu wenig essen und dann vielleicht so weiter und so fort, ne? Und ich war halt so, ja, ich habe halt Hunger, ich esse jetzt einen Snickers oder so, ne? Und schieb mir halt irgendeine Scheiße rein. Und das hast du, glaube ich, weniger als ich. Deswegen ist es, glaube ich, schon, weil du, also zumindest längere Zeit ernährst du dich zumindest cleaner als ich, so. Und deswegen, finde ich, ergibt das total Sinn, wenn das so wäre. Ja. Ich habe halt wäre diese Woche jetzt nicht so scheiße gewesen, dann wäre ich halt, glaube ich, jetzt auch ein bisschen glücklicher, was das angeht. Mhm. Aber das Coole ist halt, dadurch, dass ich halt auch so ernährungstechnisch tracke, konnte ich halt einfach voll gegensteuern jetzt. Also sinngemäß, okay, ich habe halt einfach viel weniger gegessen dann auch und war somit quasi, bin immer noch in der Abnehmphase. Das ist, aber ich fühle mich dabei irgendwie nicht geil. Kennst du das Gefühl, weil du dir denkst so, ja, ich würde geil, also wenn ich dann abnehme, würde ich mich auch gut dabei fühlen, weil ich dann Sport mache und irgendwie ist alles in Balance. Und jetzt ist es so, ich nehme zwar weiter ab, aber ich denke mir so, ja, ich mache halt auch keinen Sport. Eigentlich habe ich nur meine Ernährung jetzt runtergefahren. Also es ist das cool, heißt, dass man steuern kann. Du verlierst Muskeln gerade, gefühlt so, oder? Auf jeden Fall auch, ja. Ja, ich hatte halt nie das Ding, dass ich abnehmen wollte, weil ich halt immer das Gefühl hatte, ich wiege halt immer 70 Kilo. Also es gab eine Zeit lang, habe ich immer 60 Kilo gewogen, quasi mit 13 oder so, wiegt man so, keine Ahnung. Und dann war ich irgendwann bei diesen konstanten 70 und dann war es immer so, ja, okay, weniger wiegen wäre irgendwie weird, so. Das ist dann der Punkt, wo dann Leute dir sagen, du hast irgendwie so ein dünnes Gesicht, du siehst nicht so gesund ausgefühlt oder so. Deswegen Ferienbart, stabil dicke Bäckchen. Und mehr, klar, hätte ich jetzt irgendwie durch Muskeltraining erreichen wollen können, aber war halt nie so mein Lifestyle. Und deswegen ist das halt für mich vollkommen fein so. Und witzig ist es halt immer wieder jetzt auch dieses auf schwarz auf weiß so, ja, 70, okay, passt alles, alles in Ordnung. Aber deswegen, ich finde das ja total spannend, weil ich habe das ja auch mal versucht, jetzt mal zu tracken, mal eine kurze Zeit und bin super schnell gescheitert und habe mir gedacht, das ist mir einfach zu aufwendig. Also, was ich jetzt wieder seit irgendwie 3-4 Wochen gut hinkriege, ist mit dem Fasten. Aber so tracken, Alter, ich müsste einfach meine Ernährung so umstellen auf, keine Ahnung, Onkel Bens Tütenreis oder so, wo halt ich immer einen Barcode scannen kann und weiß, das habe ich gegessen. Aber wenn Chiara ein Porridge macht, würde ich eine halbe Stunde Game da sitzen. Ja. Okay, ein Viertel Apfel. Okay, irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll, weiß ich nicht. Und das war mir zu anstrengend. Das heißt, ich müsste, glaube ich, meine Ernährung auf Trackbares umstellen, um Spaß am Tracken zu haben. Weil ich finde die Idee cool. Ja. Genau, weil die Idee finde ich eigentlich schon cool, dass du das so als schwarz auf weiß siehst. Aber es müsste entweder eine krassere App geben, dass du quasi wie so hier Plan Snap, du fotografierst das und das weiß, ist ein halber Apfel. Oder wenn man dann auch mal essen geht und so, das ist einfach, das macht einfach, finde ich, keinen Spaß. Ja. Und du schaffst es nur einfach. Ja, weil ich so esse wie so ein Trottel einfach. Keine Ahnung. Also ich packe halt nicht viele Zutaten zueinander. Also, und ich esse halt super pragmatisch. Das heißt, ich gucke so, denke mir so, okay, oh, deine Nährwerte heute sehen scheiße aus. Was müsstest du essen? Okay, eine Handvoll Nüsse. Dann wiege ich halt diese Nüsse ab und trage das ein. Und dann ich mache mir kein Porridge mit Mandeln und dies und das und Flakes hier und Flakes da, sondern okay, einfach nur Haferflocken. Okay, ist Haferflocken. Und dann ist das halt voll leicht zu tracken. Aber kulinarisch ist das eine Vollkatastrophe, was ich da mache teilweise. Verstehe. Und alle normalen Menschen würden Kopf schütteln und sich denken, Junge, du isst halt einfach nur, um was in dir drin zu haben, aber mach doch was draus. Und ich denke mir, nö, ist mir scheißegal. Ja. Ich mach's jetzt einfach, damit es funktioniert. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen den Good Gains Podcast gehört. Ich wollte es immer mal empfehlen, aber ich dachte, immer wenn ich Empfehlungen schicke, habe ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, ich gehe damit eher, also nicht auf die Nerven, aber ich glaube, du hast eh keine Zeit dafür, deswegen wollte ich dir das gar nicht schicken, sondern dachte mir, ich erzähle das einfach jetzt ein bisschen. Das sind so Sport-Fitness-Studenten quasi, so, die eher so einen wissenschaftlichen Anspruch, sage ich mal, an das Ganze haben. Das heißt jetzt nicht irgendwie so Pumper hier für die Gains, bla bla bla, sondern eher so wissenschaftlicher Blick auf irgendwelche Ernährungsmythen und mal so harte Fakten, was brauchst du und so weiter. Und ich war halt erschrocken darüber, welche Empfehlung es quasi gibt für Proteine, die du zu dir nehmen sollst. Und bei dem Tracken habe ich nämlich gemerkt, so nach dem Frühstück habe ich gefühlt meinen Fettanteil gedeckt, so, den ich haben muss maximal, weil ich irgendwie so so hier diesen veganen Frischkäse mit, keine Ahnung, Eiweiß. Und sobald du diesen Frischkäse drauf machst, hast du quasi verloren, gefühlt. Und einfach niemals auch nur im Ansatz auf irgendeine vernünftige Proteinzahl kommen würde. Oh, vor allem, okay, wenn ich hier so im Ansatz versuche, mich ein bisschen vegan oder vegetarisch zu ernähren. Mhm. Es einfach für mich unrealistisch ist, weil jetzt habe ich letztens sogar mal aus dieser Verzweiflung heraus einen Linsensalat gemacht, mit so 2 Dosen Linsen da rein und so. Und ich glaube, selbst damit hätte ich es nicht gepackt, weil es ist, glaube ich, irgendwie ist die Formel mindestens 1,5 mal dein Körpergewicht an Protein zu dir zu nehmen. Am besten bis sogar, ich glaube, bis 3 hoch, bis 3 mal dein Körpergewicht quasi. Ja, ja. Genau. Und wo ich dann dachte, was soll ich muss einfach neben Kentucky Fried Chicken wohnen quasi und mir die ganze Zeit nur Hühnchen reinschieben, glaube ich, weil ich das irgendwie erreichen will. Ja, stimmt, wahrscheinlich geht das auch nicht. Und dann dachte ich mir so, what? Und dann fand ich es halt ganz interessant nochmal so, habe ich mir so einen Blogartikel dazu durchgelesen, keine Ahnung, Ferien halt, ne? Ein bisschen Langeweile. Und hab mal geguckt, okay, das habe ich mir nochmal, klingt halt irgendwie lächerlich, hört bitte auf zu lachen, hab mir nochmal so ein Proteinpulver geholt. Weil ich mir dann eben dachte, damit kann ich halt ganz gut mal so eine eklige Snacknahrung ersetzen, sodass ich halt dann nicht irgendwie mir irgendeinen Schokoriegel reinzimmer, wenn ich halt mal schnell ein bisschen Hunger habe, sondern dass ich mir einfach so einen Proteinshake mache und dann zumindest ansatzweise vielleicht ein bisschen Proteine nachliefern kann, weil ich halt echt hart unterernährt, wenn es um Proteine geht. Nicht mal jetzt von wegen Muskelaufbau, ich will irgendwie krass werden, sondern einfach aber du fragst dich ja dann schon so, scheiße, wenn das dauerhaft der Fall ist, wer könnte ich denn sein, wenn ich das mal so aufs normale Level bringe? Ne? Ja, genau. Und auch so langfristige Folgen, ne? Wenn ich jetzt halt einfach, weil ich habe mich nie besser proteinmäßig ernährt, weil ich einfach nie darauf geachtet habe. So, keine Ahnung. Klar nimmt man die so ein bisschen mit auf und so. Und wenn man mehr Fleisch gegessen hat, wahrscheinlich auch unterbewusst einfach mehr. Aber so dachte ich mir jetzt so, okay, das ist ganz gut. Habe dann so ein bisschen auch nochmal Wissenschaft durchgelesen, dass das tatsächlich auch jetzt, weil ich das habe abgestempelt, so Proteinshakes als, ja, ist halt so teures Pipi und so, ne? So wie halt so diese Booster und ACB, DD Base, die Boosie, BCAA und keine Ahnung was. Hab viel drüber gelernt, über diese Dinge und hab zumindest für mich jetzt gelernt, dass Proteinshakes zumindest vollkommen in Ordnung sind. Das ist vollkommen in Ordnung. Als kleiner Snack ist halt so, als würdest du halt irgendwie einen kleinen Riegel oder sonst irgendwas dir genehmigen als Snack, wo einfach wenig Kohlenhydrate drin sind, wenn du halt das danach auswählst, wenig Fett und einfach viel Protein. Und alleine, wie du sagst, wenn man jetzt so erstmal denkt, okay, ich will quasi meine Balken erreichen, so weiß ich jetzt für mich durch dieses Mini-Tracking, Kohlenhydrate und Fett sind kein Problem für mich. Proteine sind vielleicht das Problem. Und das einfach ein bisschen zu supplementieren, probiere ich das jetzt einfach mal. Wenn ich halt so einen kleinen Hunger habe, dann eben nicht irgendwas Fettiges zu nehmen. Ja. Oh, ich habe dann, kann dir das mal zeigen, das ist ein cooles veganes Sojabasis-Protein. Das war so das, was da voll krass empfohlen wurde. Wo wir gerade von Porridge reden. Nice. Ich habe gerade Porridge bekommen. Und voll süß. Porridge. Guck mal, das ist ja niedlich. Chiara hat extra eine Liste gemacht, mit wie viel Gramm von was drin ist. Sie hat extra alles abgewogen. Nice. Ich glaube, sie weiß noch nicht, dass ich aufgehört habe, das zu tracken. Jetzt musst du wieder anfangen. Oh nein, voll süß. Also ich kann euch vorlesen. 45 Gramm zarte Haferflocken, 10 Gramm Leinsamen, 30 Gramm Proteinpulver, 1 Gramm Matcha, 15 Gramm Erdnussbutter, 40 Gramm wilde Heidelbeeren, 30 Gramm Äpfel, 40 Gramm wilde Pfirsiche, 10 Gramm Heidelbeeren, 10 Gramm Kokoschips, 2 Gramm Kakaonips. So. Kakaonips, Alter, der geilste Scheiß ever. Oh, ich liebe das Zeug. Denkst du, das gibt es? Das ist mein einziges Topping. Ja, irgendwann mal kriegst du halt auch Routine rein. Und er schlägt dir die Sachen vor, die du schon mal genutzt hast. Ja, das ist ein bisschen flauiger. Ich glaube, dafür müsste ich einfach selber mehr Spaß an Essen, Zubereitung und so weiter haben, um da. Das Ding ist halt, deswegen bereue ich das oder finde ich so schade, dass meine Routine gekillt ist, weil ich hatte quasi meinen Tag so geplant, dass ich so alle Nährwerte getroffen habe und ich wusste einfach ganz genau, was ich essen muss. Geil. Und wie viel. Also ich bin morgens aufgestanden, habe Sport gemacht, wusste, okay, wenn ich mir das jetzt zum Frühstück mache, dann bin ich on track. So, dann wusste ich, okay, wenn ich mittags bei Rewe diese Fertigpfanne mir reinknalle auf der Arbeit, dann bin ich da on track. Wenn ich abends dann noch das und das esse, bin ich on track und kann dann einfach ruhig schlafen gehen und müsste theoretisch nicht mal tracken. Aber ich habe jeden Tag das Gleiche gegessen. Das war so geil. Das ist ja die Routine, die man haben will, so, ne? Ja, Alter, das war so geil. Also mein Traumleben besteht darin, dass ich einfach jeden Tag zu jeder Uhrzeit das Gleiche esse. dass ich quasi nicht mehr tracken muss, dass ich jeden Morgen ähnliche Sportaktivitäten habe, die quasi abgestimmt sind auf das Essen. Ich muss gar nicht mehr nachdenken. Ich mache einfach. Das wäre mein Traum. Dafür müssen wir jeden Tag, ich würde einfach am Wocheneinkauf, würde ich alles schon so vorbereiten und perfekt auslegen. Und ich wüsste ganz genau, ich habe jetzt so und so viel davon im Kühlschrank, das reicht genau für die. Ich würde es am liebsten so durchtakten bis zur letzten. Das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen, also ich kann das total nachvollziehen, auch wenn, glaube ich, die meisten Hörer sagen, das ist ja völlig langweilig und scheiße, wie kann man nur. Geil, Alter. Ich find's auch mega. Deswegen, ich habe jetzt mit Chiara quasi so 5 Rezepte rausgesucht, weil sie jetzt ja ihre Masterarbeit und Klausurphase hat und ich sie ein bisschen entlasten wollte. Und jetzt habe ich gesagt, okay, so 5 Rezepte, die baller ich jetzt einfach quasi die Wochen immer durch. Dafür kann ich einkaufen. Das sind halt alles Salate, weil ich hasse halt Kochen. Ich mag's einfach irgendwie nicht. Es macht mir irgendwie keinen Spaß so richtig. Und das sind einfach so geile Salate. So Linsensalat, Nacho-Salat, Melonensalat mit so geilem veganen Feta, der mega cool ist. Und so weiter. So. Und dann immer auch so extra so mit Linsen oder Kichererbsen und so weiter und so fort. Weil, ne, mal so ein bisschen zumindest sensibilisiert dafür. Jetzt nicht, dass ich tracken würde, aber so, dass wir zumindest ein bisschen das mehr dann reinkriegen. Dann so einen Shake zum hinterher trinken noch. Zum Beispiel, keine Ahnung. Aber dass ich es quasi immer weiß, ich muss immer das Gleiche einkaufen. Wir brauchen quasi für eine Woche, keine Ahnung, 8 Paprika, 3 Gurken und 4 Dosen Mais, 5-mal Linsen und keine Ahnung was. Und dann ist es einfach im Schrank und dann gehe ich an den Schrank und denke mir, oh, welchen Salat mache ich denn heute? Und dann reicht ja vielleicht optimal noch für 2 Tage und dann ist es so mega geil. Dann ist es einfach so das perfekte Ökosystem. Man muss sich keine Gedanken mehr machen um Einkaufen und, ich kaufe heute mal dies und hoffe. Nein, immer das Gleiche einfach rein, immer die gleiche Routine in der Küche. Einfach essen, einfach glücklich sein. Essen sollte kein Stress sein. Essen sollte keine Aufgabe sein in meiner Welt. Aber ich kann verstehen, wenn Leute da mehr Bock drauf haben, sich damit mehr zu beschäftigen, aber es ist halt nicht meins. Ja, es ist dann, hat einen anderen Stellenwert dann. Und das ist plötzlich wie so ein Hobby, ne? Also, wie weiß ich nicht, wenn wir jetzt irgendwie einen Podcast machen, dann nehmen wir uns ja auch Zeit für. Andere kochen, würden 3 Stunden kochen, wir machen 3 Stunden hier Aufnahme und dies, das. Total. Aber kann ich verstehen, wenn andere da Bock drauf haben. Aber für mich wäre immer noch, ne, entwickelt endlich die Pille, die mich für einen Tag quasi ernährt und ich bin glücklich so. Ich brauche das nicht. Und dann kann ich immer noch zum Spaß, wenn ich Bock habe, ein bisschen mich überernähren und Snickers essen. Diese Folge ist nicht gesponsert von Snickers, es ist nur gerade irgendwie in meinem Kopf. Wir müssen mal an die Werbung denken mit diesem Superhelden, der so diese Bahn quasi überbrückt, weil das kaputt gegangen ist, diese Schiene irgendwie zusammenhält und dann irgendwann Snickers isst, weil er sonst keine Kraft mehr hat. Ja, das waren die Ernährungsfakten. Ansonsten war ich vorgestern, das war ganz cool, war ich Spikeball spielen. Kennst du Spikeball? Ja, du hast mir schon von berichtet. Habe ich von den Lehrern erzählt. Stimmt. Genau, aber erzähl doch trotzdem mal weil ich glaube, niemand kennt, also wenige kennen Spikeball. Deswegen. Ja, so die hippen Studenten kennen das, glaube ich, weil ich das habe es vorher auch so ein bisschen abgestempelt als, ja, das spielen die ganzen, wie soll ich sagen, super hippen Studenten auf der Uni, wie so oberkörperfrei, wir sind so cool, guckt uns an, fordert uns heraus, wir spielen um Bier und so. Und ich habe jetzt quasi für mich noch mehr gelernt, dass es einfach eine richtig geile Volleyball-Alternative ist. Also du kannst es super schnell transportieren, bringst es mit hin, baust es auf und kannst einfach ein bisschen zocken. Nachteil ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das mal genau so erzählt habe. Was ist es denn, vielleicht bevor du Vor- und Nachteile, kurz, wie können wir das vorstellen? Ja, das ist quasi, du hast so einen Rahmen, baust du vor dir auf dem Rasen auf, sieht aus wie so ein kleines Trampolin quasi, ist aber quasi ein Rahmen, wo du so ein Netz drüber spannst, wo quasi der Ball so raustitschen kann. Das heißt, du kannst da selber nicht reinspringen und dann geht's kaputt, aber der Ball kann da quasi abspringen. Dann stehst du mit 2 gegen 2 dir quasi so ein bisschen wie so eine Würfel 4 gegenüber. Und du darfst den Ball 3-mal berühren, du darfst Angriffsschläge und so weiter. Das ist quasi dann wirklich ziemlich wie Volleyball. Du legst dem anderen man schlägt den Ball quasi in diese Mitte und der titscht das ab und dann muss das andere Team übernehmen, oder was? Genau. Die Berührung mit dem Netz ist quasi so, als würdest du beim Volleyball übers Netz spielen. Das heißt, danach wechselt der Ballbesitz. So. Und du kannst halt 3-mal in deinem Team spielen. Das heißt, der erste ist meistens die Annahme, der andere legt dir den Ball vor und du kannst dann entweder drauf schmettern. Also wie beim Volleyball eigentlich auch, ne? Genau. Und du legst ihn halt so, dass er halt kurz abspringt und dann kurz davor abtaucht und so weiter und so weiter und so. Ne? Und das ist quasi das Grundprinzip von dem Spiel. Und das macht halt mega Bock, weil du musst, also für mich, ich kann halt viel im Matsch liegen, so, ne? Ich kann mich viel nach Bällen werfen, das Einzige, was ich beim Volleyball gut kann. Und dann habe ich ich habe das halt gespielt mit Gesundheit. Hier mit Joscha und Lynn zum Beispiel, die letztes Jahr Abi gemacht haben, weißt du, wo ich bei dem Handballspiel mal war? Und die sind halt Handballer, das heißt, das ist halt ganz geil, weil du hast dann da Leute, die halt Ballgefühl haben. Ich habe jetzt nicht so viel Ballgefühl, aber ich konnte halt denen die Bälle immer ganz gut vorlegen und konnte Bälle retten und die haben dann gute Bälle verwandelt und so. Das war irgendwie cool, weil man kann so seine Rolle wie beim Volleyball quasi finden und kann das dann gut zocken. Problem ist halt, zum Glück waren wir alle ganz okay. So, zumindest könnte man das so sagen. Das ist auch so ein Sport, ich glaube, der macht keinen Spaß, wenn du halt 4 Anfänger hast und wir bringen uns das jetzt mal bei. Ich glaube, dann ist es am Anfang ein bisschen frustrierend und man muss erst mal so 3, 4, 5 Stunden dem Ganzen eine Chance geben, bis man dann erste Erfolgserlebnisse hat. Ja. Weil sonst kommen einfach keine Ballwechsel zustande. Aber so, wenn du halt so ein bisschen, sag ich mal, Teamballspiel, Grunderfahrung hast, mega cool, macht mega Spaß. Und was noch ein bisschen erwähnenswert ist, das war witzig, wir saßen dann da irgendwie in Bonn auf so einer Wiese und neben uns kamen dann so 30 Rocker, so mit so einer geilen Box und haben so geil so. Und ich dachte mir so, hey, bestimmt nette Leute, weil ich kenne die ja von früher, ich war oft genug bei Rock am Ring, ich war Teil solcher Gruppen, ist vollkommen in Ordnung. Und man hat aber schon so gemerkt, die anderen waren so ein bisschen, oh, unangenehm, was machen die da? Und dann war aber alles cool, nur irgendwann waren sie sehr betrunken und haben sich, glaube ich, irgendwelche Aufgaben gestellt oder sind einfach ein bisschen durchgedreht. Auf einmal rennt einer aus deren Gruppe los, rennt in Richtung unseres Spikeball-Dings. Ja. Und ich denke mir schon so, nein, ach komm, tu's nicht, ach komm, ach komm. Und dann ist so ein sehr langer Moment und er springt einfach drauf und es bricht einfach alles kaputt. Und man denkt sich so, what? Oh no, ist es einer dieser Abende, der jetzt so endet, weil irgendwie irgendwer Scheiße baut und es einfach so. Dann wir so, sorry, das war nicht so geil. Was hat er gesagt? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Hat auf jeden Fall angeschrien, das ist Rock, ihr Wichser, oder so. Wo ich so dachte, nein, das ist nicht Rock. Okay. Du bist einfach ein Vollidiot. So, und ist dann irgendwie weggerannt. So, und wir waren so, okay. Und ich war schon mal so, ich hoffe, es ist die Polizei, ist mir scheißegal. Und ich war so, ja, lasst uns erstmal reden. Der Pädagoge, wir reden jetzt. Ja, dann bin ich da hingegangen. Mach den Tee. Genau, ich bin so zu den Leuten hingegangen. Joscha ist dann mit mir gekommen. Und war dann so, sorry, können wir mit irgendwem von euch mal reden, was ist hier passiert? Und die waren so, ja. Und dann kam so einer erstmal, ja, tut uns voll leid, das ist ein Typ, der ist voll durchgedreht, das ist ein Schmork, keine Ahnung, ist weggerannt. Wir waren so, ja, okay. Aber das kann ich jetzt ein bisschen abkürzen. Auf jeden Fall gab es dann viele komische Gespräche, wo dann betrunkene Leute mehr weggegangen sind, die aber uns gegenüber mega nett waren. Nur die wussten auch nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen, weil das Problem ist, so ein Spikeball-Ding, das ist so ein Pro-Set, das kostet 100 Euro. Ist aber eigentlich so ein Plastikrahmen mit einem Netz drüber. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig zu argumentieren, aber es ist halt im Arsch gewesen, du kannst es halt nicht reparieren und es ist halt irgendwie scheiße, wenn einfach andere Leute deinen Kram kaputt machen. Klar. Und das heißt, wir mussten dann quasi von so 30 Leuten, denen irgendwie das Geld aus den Rippen leiern, die waren erstmal so, ja, wir geben euch eine Nummer von uns, dann klären wir das morgen. Und wir waren so, not gonna happen. Yeah. Not gonna happen, aber alles nett gemeint. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die uns quasi verarschen wollen. Die waren eher so überfordert und waren so, Und du weißt, bei 30 Leuten kann es halt immer einen Vollidioten geben. Das heißt, die fanden den auch scheiße und es war halt irgendwie blöd. Und dann hat sich das quasi so 1,5 Stunden bestimmt gezogen. Wir sind dann wieder zurückgegangen, dann kamen mal wieder Leute von denen, ja, hey, wir haben schon 30 Euro zusammen, wir regeln das, wir probieren und so. Man hat gemerkt, die geben sich voll Mühe, aber es ist voll der Struggle, weil die alle mega voll sind. Und dann natürlich hast du Leute, die sagen, nein, ist mir doch scheißegal. Und keine Ahnung, voll der Struggle. Und dann war erst mal 1,5 Stunden dieses Abends so, man weiß irgendwie nicht. Du kennst das, ne? Die Stimmung ist dann so komisch. Naja, klar. Irgendwie ist das Thema dann so da. Und schlussendlich hat dann einfach einer von denen das dem Joscha gepaypalt, was halt mega easy dann war, weil wir immer dachten, hä, Paypal doch einfach, du kennst deinen Kumpel doch, du kannst es dir von dem doch einfach sofort wiederholen, morgen. Naja. Oder sonst irgendwas. Halt anders, als wenn wir sagen, ja, Paypal uns das morgen. Ja, wir kennen dich nicht, keine Ahnung. Und eine lange Rede, kurzer Sinn, das waren wieder eine dieser Momente, die ich halt früher selber auch erlebt habe, wo du dann auf einmal Vermittler bist für deine betrunkenen Freunde. So. Weißt du, irgendwas in der Gruppe baut Scheiße, du weißt, es ist einfach mies, du musst da hingehen, dich entschuldigen und ja, hey, sorry, unser Kumpel ist voll kacke. Und ich habe halt voll Mitleid gehabt mit diesen Leuten, die immer mit uns geredet haben, weil die können nichts dafür. Die können überhaupt nichts dafür. So, und die waren auch mega nett. Und das war trotzdem, ich weiß nicht, ob ich da einfach so ein bisschen zu sensibel bin, aber ich glaube nicht, weil ich nehme das bei Gruppen immer so wahr, dass dann aber alle die ganze Zeit dieses Thema im Kopf haben. Das ist wie, wenn dich auf einmal in der Bahn oder im Auto irgendwer anschreit und du dann auf einmal so nicht den Tag über, aber so die nächste Stunde bist du noch so, du hast so ein komisches Gefühl. Klar. Und das ist immer schade, wenn sowas passiert. Alkohol ist nicht cool, in meinen Augen. Sonst würde sowas nicht passieren. Aber gut. Aber cool, dass ihr das gelöst bekommen habt. Und, das war halt Polizei und dann trotzdem noch die Kohle und. Ja. Genau, das war halt echt ein Happy End, weil die einfach nett waren und Ja, und das war auch eh dann schon abends, das heißt, wir hätten eh nicht mehr gespielt so. Ja. Deswegen war es jetzt nicht so wild, aber Thema war halt nervig so, wo ich mir denke, lasst einfach, macht in eurer Gruppe, was ihr wollt, verprügelt euch, baut Scheiße, macht's in eurer Gruppe, alles cool, aber zieht nicht andere Menschen mit rein, weißt du, auch in so Challenges so, hey, lass mal versuchen, denen ein Bier zu klauen oder keine Ahnung, solche Sachen, macht's einfach nicht. So, macht in eurer Gruppe, was ihr wollt, aber versaut nicht anderen Leuten durch für euch witzige Aktionen irgendwie den Abend, auch wenn jetzt, sag ich mal, nicht irgendwas kaputt gegangen wäre und der hätte, keine Ahnung, uns einfach nur kurz angeschrien und weil er es irgendwie witzig findet und wir da weglaufen, dann trotzdem bist du eine Zeit lang Thema in dieser Gruppe und bestimmst quasi deren Abend oder deren Gespräch in irgendeiner Zeit. Und das ist einfach scheiße. Das willst du nicht. Mach einfach nicht dich zum Thema anderer Gruppen in unangenehmer Weise, sondern vielleicht im Positiven, indem du denen Bier schenkst oder keine Ahnung was. Besser Cola. Nein, Wasser. Wasser ist gut. Ja, und das habe ich wieder an dem Abend so ein bisschen gelernt, dass das Problem bei solchen, wie soll ich sagen, bei so Wiesen und so Gruppentreffen und wenn dann so Menschen auf so Wiesen sitzen, ob es jetzt eine Box ist, die zu laut ist von irgendjemand anders, du versuch einfach, dich nicht andere Leute irgendwie zu beeinflussen mit deinem Getue, was du tust. Ist vielleicht eine super spießige Scheißmeinung und ist vielleicht auch nicht ganz so einfach möglich, aber so lebe ich und es funktioniert bis jetzt ganz gut eigentlich. So, deswegen, ich bin damit immer ganz gut gefahren und habe, glaube ich, trotzdem Spaß, ohne dass ich dann gucke, oh, wer kann die Musik lauter machen, sodass nachher beide Gruppen voneinander abgefuckt sind und denkst dir so, ja, wait, wer hat jetzt gewonnen? Ah, niemand. Ach so, ja, stimmt. Beide hatten einen beschissenen Abend. Hey, herzlichen Glückwunsch, tolles Ergebnis. Ja. Ja, und dann tun auch immer alle so, nee, ich kann da drüber stehen, da musst du jetzt einfach mal abschalten. Aber dann redet man doch noch drüber und es kommt wieder auf und so. Man merkt so, ja, ihr wollt cooler sein. Also es ist schon losgelöst von der vorgestern Situation, sondern eher so Gesamterfahrung aus dem Leben. Dass man dann doch wieder denkt so, ja, es kommt immer wieder auf das Thema, tut nicht so cool, es beschäftigt euch auch. Und das ist einfach scheiße, dass es irgendwie dann das beschäftigt. Definitiv, und, ja, ich glaube, damit haben wir alle meine Erlebnisse der letzten Tage, glaube ich, durch. Meine auch? Ja. Ich habe nämlich gar nichts erlebt. Von daher können wir auch. Ach nein, sorry, fuck. Eine Sache, sorry. Was ich wollte denn? Nicht den Podcast schon fast beenden. Gestern war ich mit den Flowseekers unterwegs, da habe ich gar nicht drüber gesprochen. Ach, stimmt, im Bötchen, ne? Ja, wir hatten das Flowseekers and Friends-Treffen, was wieder so für mich coronamäßig vollkommen in Ordnung war, wo ich vorher so dachte, wie ist es so? Und wir waren halt zu zweit in einem Boot und sonst so mit Maske in der Siegfähre dann gegessen und so vollkommen für mich coronamäßig vertretbar irgendwie. Genau, und es war total der nette, super coole Ausflug. Mike Kitz war dabei, witzigerweise, weißt du, vom Tim, der Bruder. Das war schön, den mal wieder zu sehen. Und ja, generell einfach nette Leute. Man merkt das, genau, das Thema, das ich mir daraus so ein bisschen überlegt habe, wo man kurz drüber sprechen könnte, ist, ich glaube, das ist eine Beobachtung, die jetzt nicht so fancy ist, aber ich glaube durch das, wie du quasi vorlebst, wie du bist, scharst du eine bestimmte Art von Leuten um dich rum. Das heißt, es ist quasi für mich vollkommen klar gewesen, wenn ich zu Flowseekers and Friends gehe, sind da nur coole Leute, sind da nur nette Menschen so, ne? Und das ist irgendwie schön zu sehen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen. Das ist jetzt fast schon eher so YouTuber-Gewäsch. Aber wenn du irgendwie das vorlebst als, sage ich mal, Flowseekers, einen bestimmten Lifestyle, eine bestimmte Art zu reden, eine bestimmte, wie soll ich sagen, Kommunikationsart, dann folgen dir auch nur die Leute oder kommen auch zu diesen Treffen nur die Leute, die so eben ähnlich sind. Und das fand ich irgendwie schön zu sehen, dass ich wusste, ich kann da einfach mit gutem Gewissen hinfahren und weiß, ich werde einen schönen Tag haben, obwohl ich jetzt wenig Leute kannte, sag ich mal. Oder nicht so viele konnte, sag ich mal. Ja, ja. Fand ich irgendwie nett. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ist bei unserem Podcast vielleicht auch so. Dass man irgendwie, dass, sag ich mal, die Leute, die dann doch sich mehrere Folgen angehört haben und dann so ein bisschen länger das Ganze hören, dass die wahrscheinlich nicht denken, Max und Willi sind voll scheiße, das sind voll die Weicheier, die reden über Männer, die weinen und so, das geht doch gar nicht. Sondern dass die irgendwie in einer gewissen Weise das irgendwie teilen, vielleicht, so die Einstellung, weil sonst kann man sich wahrscheinlich das schwer anhören, wenn man das irgendwie alles anders sieht. Klar kann man anderer Meinung sein in bestimmten Punkten, so total. Aber fand ich irgendwie eine nette Vorstellung, dass Leute, die das hören, nette Menschen sind. Definitiv. Ich sollte dich auch ganz lieb grüßen. Und ich musste wieder sehr häufig erklären, was du arbeitest. Es ist einfach immer das Gleiche, Mann. Ich glaube, ich muss einfach was anderes arbeiten, was leichter zu erklären ist. Das habe ich auch gesagt. Ich habe auch gesagt, ja, so Factoring, habe das alles erklärt, digitales Produkt, bla 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 bla. Dann war erstmal die Antwort wie immer, ach, damit kann man Geld verdienen. Ja? Und dann war so, und dann musst du aber auch sagen, ja, aber Willi arbeitet eh immer nur 1 bis 2 Jahre in irgendwelchen Jobs, deswegen ist es eh egal. So müsst ihr euch gar nicht merken, nächstes Jahr ist ja eh woanders wahrscheinlich. Ich suche mir irgendwas ganz Einfaches. So. Einfachster Job. Das ist zu kompliziert. Was ist ein Drescher? Was ist ein Mäh? Hä? Ja, stimmt. Mäh. Genau. Versuchst du Schafe oder was? Mähdrescher. Ich muss immer überlegen. Ich habe ja demnächst auch Urlaub, da werde ich mal ein bisschen reflektieren, mal gucken. Irgendwas. Okay, Kriterien sind klar. Jobsuche. Möglichst einfach. Möglichst einfach. Genau. Simpel. Und irgendwie zum Überleben reichen. Das geht. Das ist nicht so kompliziert, das ist nicht so schwierig, Ja, genau, deswegen, sonst gab es da nicht viel zu erzählen. An die Pieps. Genau, wir müssen mal wieder eine neue, haben wir schon mal gesagt, ne? Die sind immer bereit für eine neue Folge. Ganz kurz noch eine Erwähnung. Wir haben beim letzten Mal oder vorletzten Mal gesagt, es gibt jetzt irgendwie bis zum 1.7. die Chance, ja, nochmal das Kleid-Ding durchzuziehen. Da kam leider nichts. Also von daher ist das jetzt quasi offiziell damit auch verfallen und die Verdammt. Meine Hand war ausgestreckt, ja. Ihr hättet sie nur noch greifen müssen. Aber hey, schade, Schokolade. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Vielleicht ist unsere Community doch nicht cool. Vielleicht. Oder vielleicht hält sie einfach zu mir. Danke, Pieps. Oder vielleicht existiert die gar nicht. So viele Fragezeichen. So viele Fragezeichen, die wir unbeantwortet lassen, lieber. Ja, you never know. Doch, sie existiert ja. Man sieht es an den Zahlen. Das stimmt. Ganz viele Klicks. Es gibt Bots. Es gibt Bots, die uns hören. Das ist schön. Hallo, lieber Bot. Vielleicht. Weiß nicht. Google ist unser größter Fan. Ja, aber wir müssen mal eine neue Folge mit denen machen. Da hätte ich Lust drauf. Das ist, glaube ich, witzig. Ja. Let's do it. Ich glaube, dann ist wirklich alles abgehakt. Ja, ich werde jetzt gleich meine Playlist anmachen, bisschen weinen und dann ist der Sonntag auch vorbei. Ich werde schön Porridge essen. Und dann mal ein bisschen chillen. Ich muss Dienstag, das ist noch ein bisschen Struggle, also einfach nur zeitlicher Struggle, bei meiner Oma in Bayern müssen wir so ein bisschen Kram von meinem Opa abholen. Das heißt, 5 Stunden hinfahren, 3 Stunden da sein, 5 Stunden zurückfahren. Ist halt so ein Tag, der einfach weg ist. Aber ist auch okay. Ich finde so Roadtrips ja immer ganz witzig. Ist nur so lange Fahrt hin, eigentlich nur, um irgendwas einzuladen und lange Fahrt zurück, ist halt irgendwie ein bisschen lamer Grund. Aber das ist, glaube ich, der einzige Termin, den ich sonst in nächster Zeit noch habe. Ansonsten ist ein bisschen free. Und wir können podcasten, whenever you will. Klingt gut. Dann enjoy mal deine Freeness. Thank you. Thank you. Und gute Fahrt. Peace out. Brumm, brumm. Ohne Brumm, brumm, weil nicht Brumm, brumm. Okay. Alles klar. Ciao. Schönen Tag. Peace out.